Ja, einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist jetzt schon, ich glaube, die dritte, wenn ich mich richtig erinnere, Gesprächsreihe der Grünen Bildungswerkstatt zu netzpolitischen Themen. Heute ist das Thema ausspioniert, wie der Staat seine Bürger und Bürgerinnen überwacht. Nicht erst seit NSA und den Diskussionen rund um die Enthüllungen von Edward Snowden ist dieses Thema wieder einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Nach den gestrigen Ergebnissen der Deutschlandswahl kann man sich natürlich auch fragen, mit welchen politischen Konsequenzen. Aber immerhin, es ist wieder mal ein Thema, was viele Menschen beunruhigt, beschäftigt, wo man aber auch gleichzeitig immer noch den Eindruck hat, dass es keinen Ausweg gibt oder dass man es einfach so hinnehmen muss. Das ist eine ganze Serie von Gesetzen, Richtlinien, Enthüllungen, die dieses Thema immer wieder uns beschäftigen lässt, sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen und ich bedanke mich schon mal vorab bei meinen Gästen für das Hiersein. Mein Name ist Markus Schreuder, Dankeschön. Ich bin netzpolitischer Sprecher der Grünen und sitze im Bundesrat. Neben mir ist Twister, auch bekannt als Bettina Hammer, sie ist Journalistin und Bürgerrechtsaktivistin. Willkommen. Daneben ist Albert Steinhauser. Albert Steinhauser ist Justiz- und Datenschutzsprecher der Grünen und Nationalratsabgeordneter. Und ganz rechts Michael Renner, der Betroffener ist von staatlicher Überwachung. Und ich denke mal, da können wir ja am besten mal damit beginnen. Michael, wenn du einfach uns mal deine Geschichte erzählst. Meine Geschichte, ja. Ich habe damit gerechnet, dass ich mit der Exekutive in Österreich nie in Kontakt kommen werde, zumindest nicht als Beschuldigter. Bin dann, ich glaube, Anfang 2012 eines Besseren belehrt worden, wie es in der Früh bei mir an der Wohnung geklingelt hat. Ich schaue durch einen Spion, sehe zwei Leute im Installateursoutfit, die sagen so, sie wären da vom Installateursnotdienst einen Wasserschaden beheben. Ich mache die Tür auf, mache so einen Schritt raus, möchte mir den Fleck anschauen, auf den sie gedeutet haben. Und dann schnappt mich die links und rechts, fixieren mich und ich habe im ersten Moment nicht gewusst, wie mir jetzt geschieht, was da passiert, ob die jetzt da sind, mir die Wohnung auszuräumen, ob sie mich vielleicht mitnehmen wollen. Und einer von denen hat mir dann nach 10, 15 Sekunden einen Polizeiausweis, einen ziemlich vergilbten ins Gesicht gehalten. Und da war die Angst noch nicht weg und erst wieder der Cobra-Einsatztrupp hinter mir in die Wohnung gestürmt ist, habe ich gewusst, okay, jetzt wird es nicht mehr gefährlich, nur mehr anstrengend. Du hast nicht mehr Angst vor Einbrechern gehabt. Nein, also da war die Angst um Leib und Leben weg, dann war nur noch die Angst vor den Mühlen. Um Arbeitsschutz ja, und Privatsphäre. Ja, und Psychohygiene hauptsächlich, weil um dann quasi so eine Justizmühle, die in Gang gekommen ist, wieder zu stoppen, kann es dann wieder einige Zeit lang dauern. Und die ganze Hausdurchsuchung selber ist relativ korrekt abgelaufen, wie korrekt halt eine Hausdurchsuchung ablaufen kann mit einem relativ weit gefassten Durchsuchungsbefehl, wo ja drin steht, was im Zuge der Amtshandlung alles gemacht werden darf. Und mir war relativ lang nicht klar, worum es eigentlich in dieser Hausdurchsuchung gegangen ist, weil angeführt war als Straftatbestand das Verbotsgesetz, wo es eigentlich um Wiederbetätigung geht, wo dann allerdings auch im Zuge der Einvernahme dann auch die Worte An- und Austria, Anonymous gefallen sind, die damals relativ heiß waren. Und wo mir dann klar war, okay, das dürfte anscheinend so einmal um die Ecke gespielt geworden sein. Und es ging eigentlich darum, der Hintermänner oder quasi der Personen in An- und Austria habhaft zu werden. Der Fall war eigentlich für mich mit dieser Hausdurchsuchung allerdings nicht abgeschlossen, weil ich habe ja nur die Hausdurchsuchung gehabt, wo glücklicherweise nichts von meinen Geräten beschlagnahmt worden ist, weil gerade wenn man im IT-Umfeld arbeitet, kann es ja dann relativ problematisch sein, wenn einmal die Exekutive durchgeht und alles, was ein Stromstecker hat, mitnimmt. Also sei es Laptop, Arbeitsgeräte, Mobiltelefone und so weiter, da ist man ja dann quasi dienstunfähig und muss mal dann wieder schauen, dass man mal Geräte bekommt, mit denen man arbeiten kann. Das Einzige, was sie mitgenommen haben, alibihalber, wie ich im Nachhinein erfahren habe, war dann eine Kontaktliste von meinem Telefon, die ich ihnen drauf kopieren habe dürfen auf einen USB-Stick. ja, also
bemüht haben sie sich dann nicht mehr. Und nach der Einvernahme war ich die Amtshandlung für mich erledigt. Allerdings hat es dann nochmal mindestens einen Monat, ich habe die Daten jetzt nicht mehr genau im Kopf, gedauert, bis ich überhaupt Akteneinsicht bekommen habe in den Ermittlungsakt, damit ich weiß, was mir überhaupt vorgeworfen worden ist. Und da ist dann erst klar geworden, dass quasi die Hausdurchsuchung deswegen stattgefunden hat, weil anscheinend Leute aus Anon Austria in einem Anon Austria IRC-Channel Sprüche losgelassen haben, die strafrechtlich relevant sein könnten nach dem Verbotsgesetz. Also ich werde den da nicht rezitieren, es war unterste Schublade, ob es ernst gemeint war, kann man, lässt sich schwer sagen, aber es hat zumindest gereicht, um für die Exekutive einen Straftatbestand herzustellen, nachdem sie aktiv werden können. Und das habe ich dann erst nachher erfahren, habe dann auch überlegt, ob ich das darauf beruhen lasse. Dann hat mein Kollege Gott sei Dank gesagt, so, Junge, du bist angeklagt nach einem Delikt, wo das Strafmaß 1 bis 10 Jahre ist, lass du dir schriftlich geben, dass du jetzt aus dem Schneider bist. Also dann noch einen Anwalt besorgt, wo man dann auch, je nachdem wie teuer sie sind, da wirklich 3.000 Euro akkontiert für diesen Anwalt, der dann eigentlich wieder zur Staatsanwaltschaft gedackelt ist, mit dem Staatsanwalt geredet hat und die das Verfahren dann innerhalb von 10 Tagen eingestellt haben, wo der Albert damals gemeint hat, dass die geradezu mit Lichtgeschwindigkeit gearbeitet haben in dem Fall. Und das war eigentlich, damit war diese Geschichte für mich erledigt. Ich habe dann im Nachhinein Stück für Stück erfahren, wie anscheinend der Verdacht auf mich gekommen ist in der Sache, wo sie quasi einfach gegoogelt haben, so der Dude und Österreich, der Dude ist der kolportierte Anführer gewesen von Anon Austria, haben dann auf meiner Homepage in einer Bildergalerie ein 7 Jahre altes Foto gefunden, wo das als Kommentar drunter gestanden ist, haben dann nachgeschaut, okay, wer bin ich, Michael Renner, Österreich, so 28, 29 Jahre, kennt sich. Du hast jetzt ein Detail vergessen, der Dude war der Nickname jenes Menschen, der genau. Getwittert hat oder geschrieben hat, gechattet hat. Ja, es war halt das Handle genau, von... Was nach dem Verbotsgesetz strafbar war. Genau. So haben sie der Dude offensichtlich gegoogelt und kamen... Genau, und dann haben sie bei mir genug Indizien gefunden und gesagt, okay, da werden wir jetzt mal eine Untersuchung starten. Und ja, unterm Strich hat mir das Ganze viel Zeit, Nerven, Stress gekostet. 3.000 Euro zumindest, jetzt an tatsächlichen Kosten, Verdienstentgang ohne Ende. Und ein bisschen politisiert hat mich das ganze Erlebnis dann auch. Bis dahin habe ich geglaubt, okay, in Österreich ist es eh nicht so schlimm, da kann man sich zurücklehnen, so die Mischung aus Phlegma und Inkompetenz schützt die Bevölkerung, aber das ist anscheinend nicht der Fall oder nicht mehr der Fall gewesen. Ja. Was wenn du einen Blick in die Ermittlungsakten hattest, was war offensichtlich, was man von dir überwacht hatte, abgesehen jetzt von der Website und die Fotos schauen? Mhm. Wirklich elektronische Überwachungsmaßnahmen haben sie zu meinem Überraschen nicht genutzt. Mhm. Das, was passiert sein dürfte, ist, dass sie mich persönlich observiert haben, zumindest an 2 unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ich kann mich nur darauf verlassen, dass der Akt komplett ist, nämlich was im Hintergrund alles passiert, was das BVD nicht in diesen Ermittlungsakt bei der Staatsanwaltschaft reingelegt hat, weiß ich nicht. Mhm. Da möchte ich jetzt eh noch Auskunftsansuchen stellen ans BVD, aber das ist sie bei mir zeitlich noch nicht ausgegangen. Ja, Albert, du bist Justizsprecher. Sind die Behörden im Fall The Dude Fragezeichen sozusagen korrekt vorgegangen, rechtens korrekt? Naja, rechtlich, der Hausdurchsuchungsbefehl war richterlich genehmigt, insofern formalistisch gesehen ja, aber dann ist es schon vorbei mit korrekt, weil korrekt hat ja auch was mit fachlich und sachlich korrekt zu tun. Und der Michael ist ja dann irgendwann einmal auch zu mir gekommen, beziehungsweise ich habe dich kontaktiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er zuerst da war, ist ja egal, weil wir das gemeinsam aufarbeiten wollten, weil was nicht geht, ist, dass sich jetzt Behörden derartig batzen und am Ende hat das keine Konsequenzen. Und nur so ein paar Schmankerl, was dann die Indizien waren, warum sich die ganz sicher war, dass der Dude Michael R. ist. Ja? Also unter anderem war Folgendes, nur um die Kompetenz der ermittelnden Beamten ein bisschen darzulegen. Sie haben gesagt, ein ganz starkes Indiz ist, dass es auf Twitter einen User McLemon gibt und dieser McLemon ist, der folgt sowohl Anon Austria wie der Dude. Das heißt, das ergibt ein Netz an Kontakten. Das heißt, der Michael, er ist austauschbar, weil jeder, der sich mit Twitter beschäftigt, weiß natürlich, dass jeder irgendwie
jedem folgt und daher jeder theoretisch an seiner Stelle stehen könnte. Oder der Dude hat behauptet, er hat Kontakte zur Polizei und der Michael hatte das Pech, dass er auf Google Plus einen Beamten hatte, der... Ein Mitarbeiter war das, glaube ich. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums, der dort unter deinen Freunden zu finden war. Also ein Mitarbeiter als Freund auf Google Plus hat gereicht und die haben gesagt, okay, der Dude hat Kontakte ins Innenministerium, damit hat der Dude irgendwo geprahlt, was auch immer, und daher waren sie sich sicher, du musst der Dude sein. Ja, dazu muss ich nur sagen, dass ich Google Plus nicht wirklich aktiv verwendet habe und noch immer nicht weiß, wer diese Person eigentlich ist. Weil gerade bei Google Plus ist es ja relativ leicht, dass man quasi von Leuten quasi in seine Zirkel aufgenommen wird und man selber auch Leute irgendwo einzirkelt, aber das weiß ich noch immer nicht, wer diese Person ist. Genau. Oder ein weiteres Schmankerl ist, ja. Du hast, glaube ich, mal bei Geizhals gearbeitet. Genau. Und auf geizhals.at hat irgendjemand einmal einen Link gesetzt. Im Forum, muss man sich vorstellen, zu irgendeiner anderen Austria-Geschichte. Ja. Also alle diese Fakten, die da zusammengetragen sind, belegen in Wirklichkeit gar nichts, außer eines, dass sich die Polizei offensichtlich mit Web 2.0, es waren auch einige technische Patzer dabei, sind behauptet, du hast eine IRC-E-Mail-Adresse, obwohl das ja, ja. Keine E-Mail-Adresse ist. Also technische Unkenntnis gepaart mit Unkenntnis vom Web 2.0 plus der Gier, irgendjemand zu finden, erstmals sozusagen, der vielleicht doch irgendwas mit An- und Austria zu tun hat, weil er das quasi beim Innenministerium ganz oben gestanden ist, dass man irgendjemand zu An- und Austria findet. Und da hat man sich halt wie einer Trinkender an einem Strohhalm daran geklammert, dass der Michael irgendwie dann doch jemand sein könnte, der zu An- und Austria Kontakt hat oder dort irgendwie eine Administratorenfunktion hat. Also so gesehen, Eingangsfrage, ob es korrekt war, der Hausdurchsuchungsbefehl war genehmigt, aber fachlich und sachlich war das natürlich komplett inkorrekt. Und es zeigt, dass der Rechtsschutz keine Garantie ist, weil offensichtlich auch ein Richter all diese Indizien nicht aufgefallen sind, dass das hinten und vorne nicht zusammenpasst. Ja? Und das ist das Alarmierende. Einen Rechtsschutz gäbe es, weil der Richter müsste es genehmigen. Das heißt immer bei jeder Überwachungsmaßnahme, na, ist eh richterlich genehmigt. Aber der Fall zeigt, dass das natürlich kein Schutz ist und daher jede Überwachungsmaßnahme, auch wenn es einen Rechtsschutz gibt, immer kritisch zu sehen ist, weil je mehr Überwachungsmaßnahmen es gibt, umso größer ist die Gefahr, dass man ins Visier der Behörden kommt. Das ist eine Naturgesetzmäßigkeit. Ja, Twister, wie jetzt in dem Beispiel Michael Renner ja ganz gut sichtbar wurde, sind es ja weniger Inhalte, die oft Behörden interessieren, sondern wer ist mit wem vernetzt. Das ist ja auch in der gesamten Bürgerinnen- und Bürgerrechtsbewegung ja ein großes Thema, weil ja mittlerweile der Datenhunger sozusagen, sowohl kommerziell als auch staatlich, behördlich, ja vor allem ein Interesse daran ist, wer ist mit wem vernetzt. Und das geht ja sozusagen mittlerweile dadurch, dass wir uns ja selbst vernetzen. Ich bin ja auch mit ein paar Leuten, die heute hier sind, vernetzt. Ja? Das ist ja das, was die Behörde am meisten interessiert. Welche Probleme ergeben sich daraus? Weil, dass wir uns sozusagen sichtbar in sozialen Netzwerken oder auf Twitter und so vernetzen, das ist ja auch etwas Öffentliches, mehr oder minder. Ja? Weiß ich nicht. Ich würde das eigentlich mehr so als halb öffentlich ansehen, wenn überhaupt. Ich meine, natürlich verschmilzt das im Endeffekt, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Google-Plus-Account habe, der ist bei manchen dann auch wieder sichtbar oder was, die sehen dann auch wieder, mit wem ich zu tun habe und so weiter. Insofern definieren natürlich Politiker das Ganze auch sehr schön und kommen damit solchen Floskeln wie, im Internet gibt es keine Privatsphäre. Wer was ins Internet stellt oder wer sich halt irgendwie übers Netz bewegt, überhaupt, der verzichtet auch auf die Privatsphäre. Aber ich denke, man muss auch immer überlegen, warum man das macht. Und vor allen Dingen gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viele Verknüpfungen, die zum Teil einfach nur aus Zufall entstehen. Ja, und ich meine, die Überlegung ist ja immer bei den Behörden, dass im Prinzip nichts aus Zufall entsteht. Ja, es wird eigentlich dann umgekehrt gesucht, sondern sie suchen etwas. Und ich sage mal, es gab mal so eine schöne kleine Werbung, so mit so einem Kind, das so einen Würfel hatte und dann musste es so kleine Plastikförmchen durch diese
Löcher in den Würfel hauen. Ja, und dann war oben halt nur noch das Dreieck frei und es gab kein Dreieck mehr. Dann hat sie halt den Hammer genommen und hat halt versucht, dieses Viereck da durchzuhauen, diesen Würfel. Es geht nicht, ja. Aber das ist im Prinzip, was halt irgendwo die Behörden auch versuchen. Sie haben dann irgendwas vor Augen, also zum Beispiel hier in diesem Moment, the dude, ah, das muss der sein. Ja, das heißt, sie puzzeln nicht und denken, vielleicht ergibt es ein Bild, sondern sie haben das Bild vor Augen und versuchen einfach alles da reinzustopfen. Ja, das heißt, es ist eine ungeheure Menge an Vorurteilen schon da, wenn sie zu ermitteln beginnen. Ja, und dazu kommt dann noch wirklich schnöder ausgedrückt eine totale technische Inkompetenz von den Ermittlungsbeamten, die zum Teil wirklich nicht wissen, worin der Unterschied zwischen ein IRC oder zwischen jetzt, was weiß ich, Twitter, irgendwo ein Beitrag ist oder eine E-Mail oder eine SMS, die stehen da und man sagt ihnen, ja, der hat mich im Forum beleidigt und die sagen, der hat ihnen also eine SMS geschickt. Und sagt, nein, er hat mich im Forum beleidigt. Also auf Twitter. Nein, im Forum. Und dann, hallo. Ne? Und diese Leute sollen dann praktisch darüber entscheiden, ob jemand irgendwo ein Staatsfeind oder so ist. Ja? Und das können sie gar nicht. Weil es geht nicht. Und sie versuchen dann einfach, sie haben dann irgendjemanden im Visier und davon ausgehend versuchen sie, wie in so einem Spinnennetz dann rauszufinden, wer mit ihm zu tun hat. Und wenn das irgendwie nur in ihre Ideen reinpasst, dann ist der automatisch auch verdächtig, dann ist der automatisch auch irgendwo jemand, der noch näher überwacht werden muss. Und dann passt einfach alles rein. Das ist dann das nächste Brummel. Es passt wirklich alles rein. Es ist wie bei diesem Würfel, wo draufgehauen wird. Wenn Michael dann, was weiß ich, irgendwo nur in irgendeinem Forum was über Anon.at geschrieben hat oder ob du irgendwas zu dem Film Big Lebowski irgendwo schreibst, The Dude, The Dude, wussten wir doch gleich. Na, es wird zusammengepuzzelt und du stehst dann da und weißt zum Teil überhaupt nicht wie und was. Ist auch das Problem, man sagt ja, dass jeder Mensch, angeblich jeden Menschen über sechs Ecken kennen würde auf der Welt. Ist ja das Problem sozusagen, dass sie automatisch, also die Behörden automatisch, wie du das nennst, das schöne Bild übrigens mit diesem Würfel und mit dem Hammer einschlagen, dass sie dann immer etwas finden werden, weil man immer mit irgendwen vernetzt ist, der irgendwas wo getan hätte. Also ich bin einfach der Meinung, dass es irgendwo keine ohne, ich weiß, es hört sich jetzt schlimm an, aber ich bin der Meinung, dass es keine hundertprozentig integren Menschen gibt. Ich meine, jeder hat mal irgendwo, was weiß ich, vielleicht ist er bei Rot über die Ampel gefahren oder vielleicht hat er irgendwo gedacht, oh, ich glaube, ich schaffe die Uni-Prüfung nicht, kann mir nicht jemand helfen oder irgendwas. Es gibt immer irgendwas, was irgendwo von irgendjemandem so eingestuft wird, als das ist nicht in Ordnung. Ja. Und auch diese Menge an Sachen, die nicht in Ordnung sind, nimmt ja zu. Das heißt, was heute noch in Ordnung ist, kann zum Beispiel am nächsten Tag dann schon laut Gesetz nicht mehr in Ordnung sein. Ja, und ich meine, ich weiß, das ist Österreich, aber wir haben ja in Deutschland nun mal diese ultimative Schuld, die wir in alle Ewigkeit mit uns rumtragen, ja, wo irgendwo zur Volkszählung dann angegeben wurde, wer jüdisch ist und irgendwann später war es ein Verbrechen, jüdisch zu sein. Und nur weil sie das vorher mal angegeben haben, wusste man, wo man diese jüdischen Mitbürger findet. Ja, das heißt, sie haben was angegeben, was vorher gar nicht schlimm war. Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel in 10 Jahren jetzt wieder alles kippt, was momentan liberaler ist, wo es heißt, Homosexualität ist okay, Bisexualität ist okay und so weiter. Ja. Und alles kippt wieder, plötzlich ist Homosexualität ganz böse und alle, die sich jemals übers Netz geoutet haben, aber stehen plötzlich im Fadenkreuz. Russland. Ja, ja zum Beispiel. Ja. Na, da stehe ich dann da und dann braucht man nur meine ganzen Spuren irgendwie ausfiltern und nochmal und nochmal und im schlimmsten Fall holt man die Leute wieder ab. Ja. Ich glaube, was auch noch ganz gut dazu passt, ist ja erstens, wenn man dann auch eine relativ große Datenmenge hat, was eine Person gemacht hat, wo sie sich bewegt hat, mit den Bewegungsprofilen über die ganzen Mobilfunkanbieter zum Beispiel, welche Webseiten er besucht hat, wonach er gesucht hat und so weiter, kann man dann quasi auch für jeden Menschen, der halbwegs aktiv ist im Online-Bereich, dann durch selektive Auswertung dieser ganzen Fakten dann auch Geschichten konstruieren, wohin man möchte. Und das ist auch etwas, was relativ gefährlich ist. Also wo ich auch gemerkt habe, was man einfach aus meinem Lebensalltag dann, wie man die einzelnen Fakten, Indizien interpretieren kann, so dass es dann passt. Da relativ
plump, sage ich jetzt mal, also am ersten Blick erkennbar, dass es falsch interpretiert ist, aber mit mehr Arbeit, mit mehr Daten kann man da auch schon mehr Sachen konstruieren, wenn man möchte. Gehen wir mal jetzt nochmal auf die rechtliche Basis, weil wir möchten ja am Ende dieser Diskussionssendung, Sendung sage ich, nein, wir werden ja auch ins Netz gestellt, dieser Diskussionsabend. Bist du von vielen Konfrontationen geschädigt? Ich bin schon total geschädigt, ja, ich komme schon vor wie die Ingrid Thurn her. Gehen wir mal auf die rechtliche Basis ein, weil wir am Ende, das war jetzt mein Gedanke, ja auch eine bisschen politische Handlungsanleitung uns rausholen wollen, sozusagen. Was sind jetzt de facto die Gesetze, Albert, du bist da der Experte, auf die sich etwaige Überwachungen berufen können? Also ich mag, ja, von der Vorratsdatenspeicherung, die wäre in allen Gespräch, aber es gibt ja auch noch andere Gesetze. Ich mag es nicht zu trocken machen, nicht zu juristisch. Was auf jeden Fall auffällt ist, und das haben wir uns genau angeschaut, es hat ja in Österreich in den 70er und 80er Jahren Terroranschläge gegeben. Einmal war es der Edalschalter in den 80er Jahren, in den 70er Jahren der OPEC-Geiselnahme. Das, was uns verblüfft hat rückwirkend, es hat nach diesen Terrorvorfällen in Wien keine einzige Gesetzesverschärfung gegeben. Ja? Nichts. Jetzt stelle man sich vor, das Gleiche passiert heute in Wien. Was dann passieren wird? Dann wird, zack, wenn die Bürgerinnenrechte, die eh schon durchlöchert sind, weggewischt werden und es wird im Staccato Gesetze verschärft werden. Das Zweite, was auffällt, nach 9-11, mehrere tausend Kilometer weit weg, hat es im Staccato genau diese Gesetzesverschärfungen gegeben. Gibt viele Gründe, auf die gehe ich nicht ein, vielleicht können wir später diskutieren, aber da bin ich auch dann jetzt schon bei deiner Frage, was wurde alles verschärft, nämlich damit man sieht, wie schnell sich sozusagen die Dinge in den letzten Jahren verändert haben. Jetzt bin ich jetzt 6 Jahre im Parlament, allein was in den letzten 6 Jahren alles beschlossen worden ist, man verliert den Überblick. Man leistet sozusagen gegen ein Gesetz Widerstand oder gegen ein völkerrechtliches Abkommen, wo irgendwelche Daten in die USA exportiert werden oder sonst wohin. Und dann hat man es nach 2 Jahren schon wieder vergessen, weil dazwischen waren schon wieder 3 andere Gesetze, die man eigentlich verhindern wollte oder aufhalten musste. Aber ich sage jetzt die großen Meilensteine. 2001, unmittelbar nach 9-11, ist der Späh- und Lauschangriff und die Rasterfahndung unbefristet im Gesetz festgeschrieben worden. Dann sind 2002 die gesamten Antiterror-Gesetze hineingekommen. Das ist durch Bildung einer terroristischen Vereinigung. Diese Gesetze sind deswegen eine scharfe Waffe der Exekutive, weil, um nach diesen Gesetzen strafbar zu sein, du noch keine konkrete Terrorhandlung begehen musst, sondern es genügt, dass du angeblich, sage ich jetzt mal, dich mit anderen organisieren würdest, um solche terroristischen Straftaten zu begehen. Das heißt, das Ganze ist weit in Vorbereitungshandlungen hineinverlagert. Und ich komme später dann einmal noch in der Runde dazu, warum das relevant ist und warum das massiv unsere Bürgerinnenrechte aushöhlt. So, dann 2008 in der Nacht, überfallsartig ist das Sicherheitspolizeigesetz im Parlament geändert worden, ohne Vorankündigung. Das rennt im Parlament so, es wird eine kleine Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz auf Schiene gebracht. Diese Novelle lesen die Oppositionsabgeordneten und denken sich mehr oder weniger als eine redaktionelle Änderung, minimale Änderungen. Dann wird der Tagesordnungspunkt relativ spät angesetzt, 12 Uhr in der Nacht beispielsweise. Und dann kommen die Regierungsparteien und legen einen Abänderungsantrag hin, der es entsichert. Ja, genau das ist passiert. Ich sage dann gleich, was da drin steht, der sozusagen massiv Bürgerrechte aushöhlt. Es wird in der Nacht beschlossen, die Geschichte ist durch, sie haben sich die öffentliche Debatte erspart, es gibt noch 2-3 Tage Empörung. Ja, so macht man das in Österreich, wenn man es machen will. Das ist 2008 passiert. Damals sind die ganzen Auskunftspflichten der Telekom-Anbieter hineingekommen, also so Dinge wie Name, Anschrift, IP-Adressen abfragen etc., dann die Ortung und die IMSI-Catcher und all das ohne richterliche Genehmigung im Sicherheitspolizeigesetz. Ja, das war damals ein massiver Einschnitt. Dann haben wir 2011 das Terrorismuspräventionsgesetz gehabt, das war ein weiterer Ausbau dieser Terrorstraftaten, 2012 Vorratsdatenspeicherung. Noch einmal 2012 eine Verschärfung des Sicherheitspolizeigesetzes, wo verschärft wurde, dass nicht nur Organisationen, sondern auch einzelne Bürgerinnen und Bürger sozusagen präventiv überwacht werden können. So ist das dem Staccato dahingekommen. Also die Grundlage sind die Strafprozessordnung kombiniert mit dem Strafgesetzbuch und das Sicherheitspolizeigesetzbuch und die geben
der Justiz und der Polizei scharfe Waffen in die Hand, um auch tatsächlich überwachen zu können. Oder wir würden formulieren, um wirklich die Bürgerrechte massiv auszuhöhlen. Ich würde dann sagen, in einer späteren Runde, das sage ich kurz, weil ich habe mir das natürlich alles parlamentarisch angeschaut, ist es dann sozusagen nur eine scharfe Waffe für den Fall, dass einmal wirklich jemand was Böses plant, oder werden diese Gesetze auch real angewendet? Aber dazu sage ich vielleicht ein bisschen später was. Ist die Situation, ohne ins Detail gehen zu wollen, in Deutschland vergleichbar? Ja, komplett, ja. Mhm. Das war auch irgendwie, also gerade auch bei der Vorratsdatenspeicherung hat sich das gezeigt, die wurde, also vorher, Deutschland wollte die unbedingt, muss man einfach dazu sagen. Das geht eigentlich noch viel früher zurück, so 1998 und so weiter, diese ganzen Überlegungen, da ging es aber auch primär wieder um die Vorratsdaten, also praktisch um die Verbindungsdaten, nicht um die Inhaltsdaten. Ne? Aber die Wunschliste von Europol war also wirklich so lang. Ne? Jede falsch gewählte Nummer und was weiß ich, jedes besetzte Zeichen und so weiter. Das wurde dann gekürzt, okay, und Deutschland ist salopp gesagt auf die Klappe gefallen damit. Also sie wollten das unbedingt, nein, hat der Bundestag gesagt, ist nicht drin, macht man nicht. Dann haben sie das nochmal versucht, über die Schiene so, ja, wir wollen aber sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern, dafür brauchen wir das unbedingt, Kinderpornografie und so weiter, und sind nochmal auf die Nase gefallen. Und sie sind eigentlich erst wirklich so im Schatten von 11.09.2001 sind sie dann so weit gekommen, dass es rief so, okay, jetzt aber bitte, ne? Jetzt kommen wir weiter, und da hat sich dann auch keiner mehr gemuckscht, also selbst die vorher gesagt haben, machen wir nicht, hatten dann Sorge, sie stehen dann plötzlich als jemand da, der die Bürger nicht schützen will und so weiter, und dann gesagt, okay, dann ist das, da passt das schon. Ne? Und es gab natürlich auch irgendwie Unmengen von anderen Gesetzesverschärfungen, halt irgendwo auch diese ganzen IMSI-Catcher, das ähnelt sich ja alles, was wir hier haben. Also diese Ordnung zwei Jahre später. Ja. Aber ja, wir hatten Chili, der war ein bisschen schneller. Aber insofern denke ich, das ist eigentlich wirklich so sehr vergleichbar. Ja. Ich muss ja als Moderator, obwohl ich natürlich eine Meinung habe, auch ein bisschen provokant fragen, das ist meine Aufgabe. Ist es nicht auch, sage ich jetzt mal so, ein Bürgerinnenrecht zu sagen, ja, bitte überwacht uns und beschützt uns vor Terroranschlägen? Ja, ich glaube, das steht und fällt mit der Verhältnismäßigkeit, und ich glaube, du hast eh schon angedeutet, dass du nachher noch auf Zahlen und Daten zurückgreifen wirst. Die Verhältnismäßigkeit, besonders zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung in Österreich, wo ja wirklich jeder Bürger, der einen Mobilfunkanschluss hat oder einen Telekommunikationsanschluss hat, egal ob es jetzt Telefonie, Internet oder sonst irgendwas ist, einfach quasi pauschal unter Verdacht genommen wird und gesagt wird, okay, wir speichern jetzt mal sicherheitshalber für 6 Monate alles, was du gemacht hast, steht jetzt im, wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, die Straftaten, die damit aufgeklärt werden, in keiner Relation. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber eine, die, glaube ich, auch nicht mehr, wo quasi nachdem das Gesetz passiert ist, nicht mehr stark darüber diskutiert worden ist, weil sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir quasi eine Maximalvariante durchgebracht, die wird vermutlich reichen und reden wir nicht mehr drüber. Und das ist, glaube ich, schon eine problematische Situation, und das darf man nicht einschlafen lassen. Und jetzt ist ja, glaube ich, auch die Vorratsdatenspeicherung vor dem EuGH. Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Ja, wo das auch wieder betrachtet wird, um zu schauen, ob das jetzt mit den Menschenrechten überhaupt vereinbar ist, weil das wirklich ein massiver Eingriff in die Grundrechte eines jeden Menschen ist. Ich frage dich auch, ist das ein Bürgerinnenrecht, dass der Staat alles tut, um Terroranschläge zu verhindern? Also alles sicherlich nicht, weil dann können wir eigentlich die Grundrechte irgendwo kurz mal zerknüllen, und wie es unser Bundesinnenminister tat so schön, ein super Grundrecht auf Sicherheit einführen und sagen, alles andere können wir eigentlich mal beiseite lassen. Ich meine, klar ist man irgendwo, sicherlich möchte man sich sicher fühlen. Also, in vielerlei Hinsicht. Das hat er gesagt, Grundrecht auf Sicherheit. Super. Das heißt, wenn ich bei meiner Tür rausgehe und jemand erschlägt mich, kann ich den Staat verklagen, weil sie meine Grundrechte verletzen. Ich muss sagen, ich würde dann jetzt, wenn ich darauf antworte, würde ich sagen, dass ich Herrn Friedrich verstehe. Das tue ich nicht. Also unseren Bundesinnenminister, das tue ich einfach nicht. Aber er hat schon gesagt, irgendwie, dass es so mehr oder minder das oberste Grundrecht ist,
dieses Grundrecht auf Sicherheit. Ja. Und ich meine, ich vergleiche das immer mit Eltern und Kindern. Ja? Natürlich haben Kinder irgendwo ein Anrecht darauf, dass Eltern irgendwo sich darum kümmern, dass sie nicht verletzt werden, dass sie geschützt werden und so weiter. Aber trotzdem kann ich das Kind, man verzeihe mir die Anspielung, oder was, aber kann es nicht irgendwo mein Leben lang im Keller sperren. Ja, ganz brutal gesagt. Ne? Es muss raus irgendwo, es muss auch mal allein laufen können oder mit Freunden laufen können. Ich kann nicht 24 Stunden lang irgendwo, ich kann nicht einen Chip in den Arm hauen und es dauernd beobachten, aber ich muss immer abwägen und so weiter. Und ich muss schlicht und ergreifend mit einem gewissen Restrisiko leben. Ja, das muss ich als Mensch immer und genauso wie Eltern damit leben, dass dem Kind was passieren kann oder was. Ja, es gibt keine absolute Sicherheit. Keine Garantie. Da dürften wir auch nicht hier sein. Ich meine, es kann passieren, dass jetzt irgendwie hier, was weiß ich, die Decke runterkracht oder irgendeiner hier Amok läuft oder sowas. Dann müsste ich mich nur noch wirklich in meine 24 Wände verkrümeln. Und auch da würde sicherlich irgendeine Möglichkeit bestehen, dass mir was passiert. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, weil das ist kein Leben mehr dann. Das ist ein Platz. Das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Sicherheit wirklich das oberste Grundrecht ist, dann ist eigentlich die Forderung, dass es einen absolut komplett überwachten Knast gibt. Ja, wo jeder jederzeit irgendwo beobachtet wird und Moment mal, der wirkt aber jetzt aggressiv und was sagen seine Gehirnströme? Oh ja, der ist aggressiv, lass uns mal den schnell beiseite packen. Ne, wir wollen ja die anderen schützen. Das wären die Auswüchse. Und ich meine, es gibt diese Methoden mittlerweile mit der Gehirnströme messen und beobachten, wie die Gänge sind und so weiter. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Tut mir leid. Aber ich meine, so gerne ich auch jedem sagen würde, hey, das Leben wird gut und ihr seid in Sicherheit. Es gibt dieses absolute, ihr seid in Sicherheit nicht. Man muss damit leben. Albert, du hast ja eine Anfrage im Parlament eingebracht. Da ging es um die Vorratsdatenspeicherung, die uns ja verkauft wurde als Terrorismusbekämpfung. Welche Vorratsdaten wurden für welche Delikte eigentlich abgerufen? Ich sag's gleich, ich wollte noch einen Satz zu der Frage sagen. Sie leiten das ab aus dem Grundrecht oder aus dem Menschenrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das Problem dabei ist nur, dass Sie quasi alle anderen Grundrechte nicht mehr kennen, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit außer Acht lassen und alles, was technisch möglich ist, durchführen. Was sich meiner Meinung nach geändert hat, ist die Gesamtaufstellung der Politik. Und das wird spannend finden, was du dazu sagst, einen realen Hintergrund. Politik hat ja grundsätzlich den Anspruch, was für Bürgerinnen zu machen. So. Unsere Politik oder die europäische Politik kann den Bürgerinnen keine soziale Sicherheit mehr bieten, keine Arbeitsplatzsicherheit mehr bieten, hat aufgrund von Machtverzicht gegenüber ökonomischen Machthabern wenig sozusagen wirtschaftspolitisch gestalterische Kraft. Da hat die Politik einfach ein Handlungsfeld komplett aufgegeben und verloren. Und jetzt ist die Sicherheitspolitik als Feld entdeckt worden, wo man den Bürgerinnen beweisen will und kann, dass man noch da ist. Und daher, nachdem es keine soziale Sicherheit gibt, keine wirtschaftspolitische Gestaltung, ist die Sicherheitspolitik das Aufmarschgebiet der Politik, um zu beweisen, Bürgerinnen und Bürger, wir sind noch da, wir machen was für euch. Und praktischerweise liefert ja die Politik auch gleich die Feindbilder mit. Terrorgefahr, Battlebanden, Scheinasylanten, um es im Jargon zu sagen, und. Wir kennen sie alle, diese Feindbilder, die da durchs Parlament meistens oder durch die Diskussionssendungen getrieben werden. Und die Politik sagt dann, hurra, es ist so gefährlich, aber wir sind noch da und machen was für euch. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, was sich geändert hat, warum sich der Fokus auch so stark verschoben hat und warum die Grundrechte an Bedeutung verloren haben. Aber jetzt zur Frage. Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdaten wurden im ersten Jahr 312 Mal abgefragt. Bei der Einführung ist von Terror, schwerer Kriminalität etc. die Rede gewesen. Hin und wieder auch noch von Kinderpornografie. So. Tatsächlich eingesetzt worden ist sie in diesen 312 Fällen 106 Mal bei Diebstahl, ja, 40 Mal bei Suchtgifthandel und 29 Mal bei Betrug, 36 Mal bei Stalking. Also man sieht schon, die Größenordnungen sind bei ganz anderen Delikten, als sie eingeführt worden sind. Und beim Delikt, das man eigentlich angeblich im Auge hat, beim Terror,
gibt es genau einen einzigen Fall, wo es eine Abfrage nach der Vorratsdatenspeicherung gegeben hat. Ja? Und wenn man jetzt wieder den Terra hernimmt, muss man sagen, ist es verhältnismäßig, Millionen Daten von Bürgerinnen zu speichern, weil es einen Fall gibt von, sage ich mal, angeblichen Terrorismus, wo dann wegen einem Terrorparagrafen auf die Daten zugegriffen wird. Ja? Und das ist die Frage, ob das verhältnismäßig und notwendig ist. Ich würde sagen, nein. Ja, meine Antwort. Wir sprechen natürlich jetzt von den, ich habe doch noch eine Frage an dich, Albert. Eine der meistgestellten Fragen in dem Wahlkampf, die ich immer wieder gehört habe, ist, was ist aus der Verfassungsklage geworden zur Vorratsdatenspeicherung? Und das wird wahrscheinlich viel interessieren, vielleicht kannst du da noch etwas sagen. Also wir reden jetzt immer, jetzt sage ich noch dazu, über von der Vorratsdatenspeicherung. Ich sage noch einmal, was die Vorratsdatenspeicherung ist, weil jetzt man nicht immer langläufig annehmen kann, dass das jeder im Detail weiß, muss man auch nicht immer alles parat haben. Geht mir ja bei anderen Politikfeldern auch so, dass ich nicht immer dann im Detail das präsent habe. Im Prinzip geht es um die Speicherung unserer Kommunikationsdaten bei Handy, SMS und Internet. Du hast schon gesagt, keine Inhaltsdaten, aber beispielsweise wer wann wo war, wer wem wann etwas geschickt hat, verkürzt. Ja. Das wird präventiv in Österreich von jedem Bürger gespeichert, der sich bloß eine Tatsache zu Schulden kommen hat lassen, nämlich dass er halt am Handy telefoniert oder dass er das Internet benutzt. Das ist die einzige Schuld und das wird in Österreich 6 Monate gespeichert. Das ist die Vorratsdatenspeicherung, die klassische Präventivüberwachung. Wir werden präventiv überwacht, weil es könnte ja sein, dass der Marco irgendwas gemacht hat. Ja. Aber deswegen werden wir alle überwacht. Vielleicht der Marco was gemacht hat, wahrscheinlich hat er eh nichts gemacht. So. Dagegen haben 11.139 Bürgerinnen und Bürger in Österreich beim Verfassungsgerichtshof geklagt. Auf das sind wir sage ich jetzt alle, die da irgendwie mitgemacht haben, ganz stolz. Es ist die größte Verfassungsklage der Zweiten Republik. Ursprünglich war eigentlich unser Ziel, der AK-Vorrat hat das angeleiert, dass ein Drittel der Abgeordneten Parlamentarier eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einbringt. Und wir waren schon ziemlich weit und sind uns die Blauen abgesprungen, weil sie irgendwie keinen Sinn drin gesehen haben, weil sie sich dachten, ja, da die Linken und die Datenschutzszene. Sie haben es halt über Kärnten eingebracht. Die haben es über Kärnten eingebracht, genau, weil sie keinen Sinn gesehen haben. So, dann haben wir gesagt, okay, verzichten wir auf die Blauen und eigentlich, die Blauen wollen wir eh nicht, unsere Bündnispartnerin sind eigentlich die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben gesagt, dann machen wir einfach eine Klage, wo wir möglichst viele Bürgerinnen finden, die klagen. Und ich glaube, als erstes Ziel, was haben wir uns gesetzt? 1.000 Leute war das erste? Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube sowas, ja. Und dann waren es 11.139 Bürgerinnen und Bürger, die von sich aus aktiv den Schritt gesetzt haben und gesagt haben, ich klage mit meinem Namen, Vollmacht für einen Anwalt, Klage wird eingebracht. Und das war im Nachhinein ein Glück, dass die FPÖ abgesprungen ist. Warum? Weil dadurch dokumentiert wurde, dass das nicht irgendein kleines Thema ist, sondern dass 11.139 Menschen sagen, ich lasse mir nicht mehr gefallen und das ist in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs, weil das sind die, die sagen, vor den Vorhang. Ja, dann gibt es ja noch viele, die sagen, ich finde super, dass das wer macht. Und ich finde, das hat erstens gezeigt, dass so ein kleines Grundrechtsbewusstsein in Österreich entstehen ist und dass dieses Pflänzchen wächst und dass die Leute sagen, wir lassen uns die Dinge nicht mehr gefallen. Und die Klage hat irgendwie einen bis jetzt sehr guten Weg genommen, zuerst zum Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof hat zu unserer großen Freude, also ich war ja immer ein bisschen, haben wir gedacht, naja, der Verfassungsgerichtshof, der ist jetzt nicht der Mutigste und der tut, das ist zum Unterschied von Deutschland, da tut ihnen das Bundesverfassungsgericht manchmal weh, aber in Österreich schon ein bisschen, aber das ist alles nicht so scharf. Ich habe mir gedacht, naja, der wird nicht, ich habe mir gedacht, wir müssen es versuchen, aber ich war nicht so optimistisch und zu meiner Überraschung hat dann der Verfassungsgerichtshof das an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet und hat gesagt, schauen wir uns an, ob das mit dieser neuen EU-Grundrechtscharta, die uns der Vertrag von Lissabon gebracht hat, überhaupt vereinbar ist. Ich muss auch hinzufügen, die Vorratsdatenspeicherung ist ja in europäischen Ländern vom Verfassungsgericht gekippt deswegen worden, hat das in Tschechien oder Rumänien. Nicht? Er hat es auch vorgelegt, dass aufgrund einer EU-Richtlinie umgesetzt wurde und das hat sehr gepasst. Und dort hat es vor dem Sommer die erste Verhandlung gegeben. Ich war nicht dort, aber vom AK-Vorrat waren einige dort und die haben mir berichtet, beziehungsweise es war auch in den einschlägigen Internetseiten und auch teilweise in der Medienberichterstattung zu lesen, dass sich dort die Richter dort sehr kritisch mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandergesetzt haben. Und
Ich bin nach wie vor immer, wie soll ich sagen, eher zurückhaltend in der Erwartungshaltung, aber es gibt einen gewissen Optimismus, dass der Weg vielleicht sogar erfolgreich sein könnte, ohne dass es eine Garantie gibt. Ja. Also angeblich haben die österreichischen Behörden überhaupt keine gute Performance abgegeben und auch das EU-Gericht hat irritiert, dass letztendlich ein einziger Fall im Zusammenhang mit Terror gestanden ist und der Rest Delikte waren, sage ich jetzt einmal, wie Diebstahl, wo ja noch nicht einmal der Nachweis erbracht ist, das muss man dazu sagen, dass deswegen der Diebstahl aufgeklärt wurde. Ja? Mhm. Sondern da wurden die Vorratsdaten abgefragt. Die Frage ist aber, war das notwendig, weil ja immer der Weg des gelindesten Mittels zu gehen ist und wir haben ja vor 30 Jahren auch schon Diebstähle aufgeklärt und hatten keine Vorratsdatenspeicherung. Also es gibt einen gewissen Optimismus, dass nicht mehr alles durchgeht, ohne dass wir jetzt schon einen Sekt aufmachen. Aber ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir 11.139 Klägerinnen hatten und vielleicht sitzen ja auch ein paar im Publikum. Halte ich leicht für möglich. Dafür jedenfalls ein Danke. Ich glaube, Sie haben es mitbekommen und es wird jetzt auch schon ganz anders über Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Die haben nicht die Grundrechte entdeckt, aber früher haben sie das aktiv argumentiert. Jetzt war ich bei einer Diskussionsveranstaltung vor Rechtsanwälten, wo auch Leute vom Ministerium waren und die haben plötzlich nicht mehr für die Vorratsdatenspeicherung argumentiert, sondern gesagt, naja, da gibt es jetzt eh diese Klage, da warten wir jetzt einmal ab, was rauskommt. Mhm. Ja. Früher ist aktiv argumentiert worden. Da ist ein bisschen was gekommen. Wir reden ja jetzt bis jetzt über die Überwachungsmethoden, die sozusagen rechtlich legitimiert ist und wo man dann auch dagegen klagt. Die Geschichte rund um NSA hat ja auch aufgezeigt, es gibt auch eine Überwachung, die sozusagen nicht auf rechtlichen Füßen steht, sondern einfach passiert. Und das ist ja nur eine Überwachung, die halt aufgedeckt worden ist. Wir wissen ja noch gar nicht, was nicht aufgedeckt worden ist, sei es von anderen Staaten, sei es vom eigenen Staat. Wer weiß, was die Russen oder die Chinesen oder die Deutschen oder die Österreicher oder ich weiß nicht, die Liechtensteiner machen. Ich sage das jetzt bewusst mal so. Ja. Wir trauen es allen zu. Ja. Wir wissen aber auch nicht, ob es legitim ist, weil es nämlich da ein paar Regelungen gibt, die uns nicht gesagt werden. Das heißt, wir stehen im Endeffekt im Regen. Weil ja. Das heißt, wir können euch eigentlich gar nichts sagen, weil das ist geheim, das ist geheim, das ist geheim. Jetzt reden wir genau. Wir reden jetzt über die Geheimdienste. Ja, über das, was nicht öffentlich ist, was nicht parlamentarisch ist. Wobei es mir immer auffällt, dass in den amerikanischen Parlament interessanterweise mehr darüber diskutiert wird als in europäischen Parlamenten, erstaunlicherweise. Aber warum ist das, man merkt es auch, es tun sich alle Regierungen, alle Politiker, Politikerinnen sehr schwer mit diesem Thema. Es tun sich alle so versuchen, dass es nicht ein allzu großes Thema wird. Es war ja auch erstaunlich, in Deutschland hat es ja kaum Auswirkungen auf die Wahlen gehabt, das muss man ja deutlich so sagen. Also diejenigen, die ganz scharf gegen diese Überwachungsmethoden der NSA vorgegangen sind, waren nicht unbedingt am Sonntag die Wahlsieger und Wahlsiegerinnen. Woran liegt das? Vielleicht fangen wir mal mit dir an, oder was sind eure Einschätzungen? Ich glaube, was viele kalt erwischt hat, ist allein die schiere Dimension, die dieses Überwachungssystem angenommen hat, wo anscheinend auch die amerikanischen Geheimdienste nach den internen Memos und auch nach den ersten Anhörungen damit gehofft haben, dass das möglichst lange geheim bleibt, weil sie nicht gewusst haben, wie die Öffentlichkeit anfängt, darauf zu reagieren, wenn sie darauf kommen, okay, jegliche Kommunikation, die ich online mache, ist zumindest nachvollziehbar und vielleicht sogar auch die Inhalte abgreifbar, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. Weil es auch in den Staaten drüben über viele Services weitreichende Kooperationen gibt, mit dem FBI zum Beispiel, wo auch Schnittstellen ähnlich zur Vorratsdatenspeicherung eingeführt worden sind, wo man dann halt auch bequem, vielleicht mit einer richterlichen Anordnung oder auch nicht, auch an die ganzen Kommunikationsinhalte herankommt. Und das hat eine Dimension erreicht, wo, glaube ich, viele Politiker, besonders in Europa, besonders in Österreich, einfach thematisch schon mal massiv überfordert sind und auch, glaube ich, mit den ganzen Abkommen, die vielleicht auf österreichischer Ebene, auf europäischer Ebene bestehen, auch nicht im Klaren darüber sind, ob das jetzt überhaupt rechtens ist oder nicht rechtens ist, was da passiert. Also wo sich, ich sage jetzt mal ganz plump, in den Vereinigten Staaten eine unheilige Allianz gebildet hat zwischen Technologiefirmen und den Geheimdiensten und Strafverfolgern, die gesagt haben, okay, wir schauen jetzt mal, was wir an Daten anfangen können einzusammeln und schauen, dass wir auch eine rechtliche Basis dafür schaffen, und um Terroristen zu jagen. Was darüber hinausgeht, ist eigentlich nicht, glaube ich, viel geplant, debattiert worden und ist jetzt
durch Edward Snowden, durch diesen ganzen Datenleak jetzt mal auf die öffentliche Bühne gekippt worden, wo jetzt die Diskussion anfängt, sich zu formieren. Wie siehst du das? Ich versuche... Raus mit der Sprache. Das ist etwas schwierig, weil ich versuche momentan mich irgendwo zwar dazu zu äußern, aber niemanden zu sehr auf die Füße zu treten. Aber es ist etwas schwierig, weil es gab mal einen Aufschrei zum Thema NSA, dass die ganz, ganz viele Telekommunikationsdaten einfach so von den Telekommunikationsanbietern abgreifen konnten. Das wurde aber auch irgendwie, das wurde sogar ein paar Monate wirklich stark thematisiert und es wurde auch in Verbindung gebracht mit der Vorratsdatenspeicherung, weil es hieß ja, wenn die Telekommunikationsanbieter da nicht speichern, ja, dann gibt es auch gar nicht so viele Daten, auf die die zugreifen können. Ja, dieser Pool muss erstmal da sein, damit man fischen kann. Ja. Das war 2006. Ja, und das hat irgendwo in dieser ganzen neuen Debatte eigentlich kein Mensch aufgegriffen, dass es genau diese Diskussion schon mal gab. Ja, und dass das einfach eingeschlafen ist. Es ist völlig vergessen worden. Irgendwo hat letzt einer in einem Forum geschrieben, ja, warum habt ihr nicht was gesagt im letzten Jahr? Und ich habe gesagt, darf ich auch irgendwie 6 Jahre zurückgehen? Und dann war so, ja, es ist einfach aus dem Bildschirm verschwunden. Es ist komplett nicht mehr da. Ja? Und auch bei Leuten, die damals wirklich irgendwo involviert waren, die sich engagiert haben, ist es einfach nicht mehr da, es ist vergessen worden. Ja? Und das ist im Endeffekt bedeutet das, dass in diesen 6 Jahren nichts sich geändert hat, sondern es noch schlimmer geworden ist. Ja? Und es ist auch irgendwie, ich meine, die Politik setzt sich hin und sagt, ja, das betrifft uns alles nicht oder kommt mit solchen, sorry, aber mit solchen Argumenten, wo man wirklich am liebsten irgendwo das Geschirr nehmen möchte und irgendwo alles gegen die Wand klatschen möchte. Weil wenn die allen Ernstes dann solche Argumente bringen wie, ja, also das betrifft ja keine deutschen Teilnehmer, weil wenn da hinter der E-Mail-Adresse ein .de stand, dann haben wir das rausgefiltert. Da fragt man sich, also ist bei euch noch alles klar? Ja, ich meine, hallo? Ich bin deutsche Staatsangehörige, ja, ich lebe hier in Österreich, meine E-Mail-Adresse hat ein AT am Ende, ja, andere Leute haben irgendwie googlemail.com oder was weiß ich was, hallo, wie blöd muss man sein, um zu denken, dass ein .de dahinter über irgendwas, über eine Staatsangehörigkeit aussagt, ja, und mit solchen Argumenten kommt die Politik und ich meine, dafür gehört sie eigentlich wirklich in Grund und Boden zerfetzt und zwar nicht mit ein paar netten Sprüchen und ja, wir müssen was tun und so geht's nicht oder so. Ich meine, unsere Regierungssprecher stellen sich hin und sagen, die Debatte ist beendet. Und wurde gewählt. Ja. Ja, aber ich meine, weil jetzt auch die Leute einfach schlichtweg, viele kapieren es nicht. Die kapieren auch gar nicht, inwiefern es sie betrifft. Ja, ich meine, da muss man einfach auch schlichtweg sagen, dass in den vergangenen Jahren die Datenschützer und Bürgerrechtler einfach versagt haben. Ich nehme mich da nicht aus. Wir haben da kläglich versagt, den Leuten begreiflich zu machen, warum Datenschutz für sie wichtig ist. Und zwar nicht erst, wenn sie, Entschuldigung für den Ausdruck, aufs Maul fallen, ja, wenn irgendwo die Kobra irgendwo bei ihnen steht und sie zu Boden wirft und sagt, wir plündern jetzt deine Wohnung und nehmen alles mit, was nicht niegelt und nagelfest ist, sondern bevor das passiert. Und da haben wir einfach kläglich versagt. Wir erreichen die Leute nicht. Ja, das geht nicht. Und deshalb erreicht man auch keine Leute irgendwo bei den Wahlen mit solchen Themen. Bei uns zumindest nicht, weil da gibt es ein paar irgendwo, die sich für Kryptopartys engagieren und der Rest befasst sich damit, wie er auf gut Deutsch noch was auf den Teller bekommt. Ja? Aber der kapiert nicht, dass zum Beispiel Datenschutz damit was zu tun hat, weil nämlich vielleicht demnächst irgendein Arbeitgeber mal durchguckt und sagt, oh nee, der hat so viele doofe Tweets da geschrieben, den stelle ich nicht ein. Weshalb er wieder bei Hartz IV landet und nichts zu beißen hat. Das kapieren die Leute nicht und das haben die Parteien auch einfach nicht geschafft oder auch die anderen Engagierten nicht geschafft, den Leuten klarzumachen. Und insofern ist eigentlich jetzt dieses Wahlergebnis, was eigentlich eine Klatsche für alle ist, die mit Datenschutz zu tun haben, ja, zeigt einfach auch nicht nur, oh, der doofe Bürger, der hat halt keine Ahnung, sondern im Endeffekt zeigt es auch irgendwo, wie die Leute, die eigentlich sich hätten bemühen sollen, das zu vermitteln, einfach es nicht geschafft haben bisher. Also auch eine Selbstkritik, eine deutliche. Na, auf jeden Fall. Albert,
Wir haben jetzt gerade über die Geheimdienste gesprochen. Inwieweit bewegen die sich jetzt eigentlich auf rechtlichem Boden, wenn, egal welches Land jetzt mal, ja, alle Kommunikationsdaten von Menschen in Österreich einfach speichern und überwacht? Also in Österreich bewegen sie sich sicher nicht auf rechtlichem Boden. Das ist relativ klar. Es ist ein Auslandsgeheimdienst, der spioniert. Ja. In dem Fall sind es die Bürgerinnen. Da gibt es ja ein paar spannende Details, wie die Regierung insgesamt damit umgeht, beziehungsweise auch spannend finde ich, warum wirkt es sich nicht aus? Ich glaube, das Problem der Debatte ist, dass sie sich zu schnell und zu stark auf die USA fokussiert hat. Das übersehen man ist, dass es England und Frankreich genauso macht, plus, dass es hier meiner Meinung nach, wie soll ich sagen, Verbündete geben muss. Ja? Nämlich, das ist die Frage des militärischen Geheimdienstes in Österreich. Ich weiß nicht, wer in Deutschland der Ansprechpartner ist. Ich gehe davon aus, dass es natürlich da Kontakte zur NSA gibt und dass die NSA das Ganze nicht ohne Wissen und Zutun der österreichischen Geheimdienste, möglicherweise der Politik und der Telekom-Anbieter tun kann. Ja? Davon würde ich mal grundsätzlich ausgehen. Und das wirklich Spannende wäre ja mal aufzuklären, wer in Österreich da in irgendeiner Form involviert ist. Ja? Es, ein amerikanischer Diplomat hat das mal irgendwo, glaube ich, bei einer Hangar-7-Talk-Sendung mal gesagt, ach, in Wahrheit regen sich die Europäer jetzt alle auf und in Wahrheit sind sie froh, dass irgendjemand diesen dreckigen Job erledigt. In Wahrheit nehmen in Wahrheit nehmen die Amerikaner die Europäer nicht ernst, weil sie wahrscheinlich A, entweder immer davon gewusst haben oder B, nicht nur gewusst und davon profitiert haben oder C, sogar Komplize dabei waren. Ja? Ist das Problem auch, dass in Europa überhaupt nicht öffentlich darüber diskutiert wird? Ja, nur das, nicht wurde? Es wird belächelt. Ich finde, am herzigsten ist unser Außenminister. Ja? Der NSA-Skandal ist publik geworden. Ich habe in einer Anfrage genau abgefragt, wie hat die österreichische Bundesregierung reagiert. Da hat er mal gar nichts gemacht. Ja. Dann ist bekannt geworden, nach 3 Wochen, dass auch EU-Delegationen überwacht worden sind beim Meinungsbildungsprozess, ich glaube zum Freihandelsabkommen war das, ja, wenn ich mich nicht irre. So, dann ist der Michael Spielecker aktiv geworden und hat eine Protestnote beim US-Botschafter deponiert und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Für unseren Außenminister ist es kein Grund zu protestieren, wenn Bürgerinnen und Bürger überwacht werden, aber sobald ihm klar wird, dass Politiker überwacht werden, dann wird er aktiv und protestiert. Er hat dann auch noch todesmutig Aufklärung verlangt, das war vor dem Sommer. Er hat sie nur bis heute nicht bekommen. Aber das ist jetzt, hängt wieder damit zusammen, dass ihn die Amerikaner nicht ernst nehmen können. Ja? Weil er, wie gesagt, entweder Profiteur oder kommt, also nicht er, aber halt Österreich irgendwelche. Ich hätte übrigens dazu noch einen kleinen Schmankerl auch von unserem Bitte. Bundesinnenminister, der Schmankerl gefragt wurde und sagte, ja, es heißt aber auch bei den EU-Abgeordneten, also im Abgeordnetenhaus, im EU-Parlament wurde abgehört und er sagte, ja, das zeigt doch einmal mehr, dass es nicht an dem Abhören liegt, sondern daran, dass es zu wenig parlamentarische Kontrolle gibt. Und da fiel mir dann nichts mehr ein. Weil ich meine, hallo, es ging darum, dass im Parlament abgehört wird, widerrechtlich. Und er sagt, es liegt daran, dass die parlamentarische Kontrolle fehlt. Ist weit weg. Der Interview war dann auch sprachlos und das konnte es verstehen. Aber was will man daraufhin sagen? Ich würde nur zur NSA-Debatte gerne was sagen. Was nicht passieren darf, ist so ein bisschen eine Stimmung, es ist eh alles wurscht. Vorratsdatenspeicherung hinher, wir werden eben ganz großen Stil international überwacht. Ja. Das mag zwar stimmen, nur für dich, bei deinem Beispiel, zeigt sich dir das Handeln der Behörden vor Ort nicht egal, nur weil der NSA dich wahrscheinlich auch überwacht hat, also deine Daten zumindest irgendwo hat. Und das finde ich. Hätten Sie das ja entschärfen können, der ist gar nicht von Jut. Ja. Die hätten, genau. Aber insofern ist es natürlich nicht egal, weil für das konkrete Behördenhandeln ist natürlich die österreichische Gesetzgebung viel näher. Und daher hätte ich noch gern einen Punkt angerissen, der mir am Herzen liegt. Ich habe schon erzählt, die Gefahr der Terrorparagrafen und auch dieser Mafia-Paragrafen, die deswegen so gefährlich sind, weil wir deswegen noch nicht Mafiose sein müssen oder Terroristen, sondern es genügt die Unterstellung, wir hier würden uns treffen, um irgendwelche Handlungen vorzubereiten. Also, schwerste Vergehen, Mafia-Bildung, Terrorbildung, Bildung einer terroristischen Organisation. Wie oft schätzt ihr, und bitte nur die Zahl sagen, wenn ihr es noch nicht irgendwo gehört habt, weil ich habe es schon einmal erzählt, beziehungsweise schon publiziert worden. Wie oft schätzt ihr, wurde in den letzten 10 Jahren die Anti-Mafia- und Anti-Terror-Bestimmungen in Österreich angewendet? Wir haben eine niedrige Kriminalitätsrate und Gott sei Dank hatten wir in den letzten 10 Jahren keine Terroranschläge.
Aber wie oft, schätzt ihr, wurden die scharfen Paragraphen Bildung einer terroristischen Organisation, Bildung einer kriminellen Organisation nicht angeklagt, sondern wie oft wurde danach ermittelt? Nur danach ermittelt. Was schätzt ihr? Also, ich löse es auf. Über 10.000 Mal. Ui. In 10 Jahren. Über 10.000 Mal wurde gegen irgendjemand wegen Bildung einer kriminellen Organisation oder Bildung einer terroristischen Vereinigung oder Terrorfinanzierung, da gibt es noch ein paar kleinere Schichten, ermittelt. In 70% aller Fälle wurden die Verfahren eingestellt. Ja? Heißt, wurde nie Anklage erhoben. So, da werden sich die meisten Leute nicht wehren, weil sie sagen, ich bin froh, dass ich mit den Behörden nichts mehr zu tun habe, ja. Ruhe ist und Gott sei Dank. So, da ist genau deine Analyse die richtige. Die Behörden sagen, na, wir haben nichts in der Hand, aber wir versuchen es einmal über Terrorparagrafen, Mafiaparagrafen, wie es bei den Tierschützern war. Wir haben ein paar Delikte, die im Zusammenhang möglicherweise mit Jagdverhinderung und Tierschutz stehen, und wir haben ein paar, von denen wir wissen, sie sind Tierschützer, weil sie für dieses Anliegen offen eintreten. Und dann versucht man sozusagen, indem man die Gruppe konstruiert, zu Ermittlungsmethoden zu kommen, und dann hofft man, das Substrat zu finden, um anklagen zu können. So, das heißt, es wird sehr schnell, wie es du analysiert hast, ermittelt. Und in der Regel ist aber nichts dran. So, jetzt kann man sagen, na, ist nichts passiert. Aber die zweite Zahl, die ich euch nicht vorenthalten will, ich habe es jetzt leider nicht zusammengerechnet, aber es waren über 26.000 Grundrechtseingriffe in 10 Jahren im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen. Und das ist natürlich nicht ohne. Das heißt, es wird zwar eingestellt, aber der Bürger und Bürger ist, also Michael Renner gibt es nicht nur einmal, sondern gibt es oft. Und das ist das Dramatische an der Zahl. Und deswegen sind die Paragraphen so gefährlich, weil man so leicht, bei dir war es ein anderer Paragraph, wenn man so leicht ins Visier kommen kann. Also im spektakulärsten Fall ist den Betroffenen bis heute nicht bekannt gewesen, dass wegen Bildung einer kriminellen Organisation ermittelt wurde. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Es ist vor einem Jahr zum Prozess gegeben gegen Rapid-Fans wegen Landfriedensbruch. Ist das irgendjemand? Westbahnhof. Genau, Westbahnhof, geläufig. Rapid-Fans fahren zum Westbahnhof, weil dort die Australier zurückkommen und wollen die irgendwie empfangen. Jetzt, was immer die vorhatten, sei dahingestellt. Da teilen sich die Einschätzungen. Und du bist Australier? Das tut jetzt gar nichts zur Sache. Und es ist ermittelt worden dann gegen die Rapid-Fans im Zusammenhang mit Bildung einer kriminellen Organisation. Ja. Also diese Fanclubs wurden als kriminelle Organisation konstruiert. Und allein... Es waren 120, 130 Leute. Und allein in dem Verfahren, das verfälscht zwar meine Zahl von vorher ein bisschen, aber jetzt muss man sich vorstellen, was die Polizei mobilisiert, wenn es darauf ankommt, hat es 19.000 Grundrechtseingriffe gegeben. 16.000, wurscht, Dimension, 19.000 waren es im ganzen Jahr, 16.000 waren es ungefähr. Ja. Ich muss jetzt doch noch einmal zurückgehen zu unserem allerersten netzpolitischen Gespräch, das wir bei der Grünen Bildungswerkstatt geführt haben, damals mit Jacob Applebaum und Helge Farnberger und Ivona Wisniewska. Da ging es um Post-Privacy versus Privatsphäre. Also es gibt ja eine Gruppe von Netzaktivisten und Netzaktivistinnen, die, also eine große Gruppe sagt Datenschutz, Privatsphäre, das muss auch fürs Internet gelten. Es gibt aber auch, wenn auch eine kleinere Gruppe, die sagt, ja, Briefgeheimnis, gut und schön, das hat man im 18. Jahrhundert eingeführt, das war auch super, aber mittlerweile leben wir normal in der digitalen Gesellschaft. Wir alle müssen uns an diesen neuen technischen Möglichkeiten auch gewöhnen und auch anpassen. Also wir müssen uns an die Technologie anpassen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass alles öffentlich ist, was wir so tun, und daran hätten wir uns gefälligst anzupassen. Wie ist da eure Ansicht? Da möchte ich mal vielleicht mit dir beginnen. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass alles öffentlicher ist, oder ist gerade das die Technologie jetzt so, dass alles so schnell möglich macht, genau das Umgekehrte der Fall? Wir müssen umso mehr auf unsere Privatsphäre pochen. Beides, denke ich mal, so schwer wie es sein wird. Also es wird sich nicht verhindern lassen, auch damit zu leben, dass ein anderer Eindruck von Privatsphäre und Öffentlichkeit entsteht. Ich meine, die Menschen haben einfach, ich vergleiche das immer mit den Badeanzügen. Früher waren die Badeanzüge irgendwo bis zu den Knöcheln und bis zu den Handgelenken. Mittlerweile trägt man Bikini, ja. Die ganzen Schamgefühle und das Zeigegefühl und was man bereit ist zu zeigen, auch gegenüber anderen, ja,
beim Badeanzug das Körperliche, beim anderen eben jetzt im Netz auch, was weiß ich, das, was man denkt, was man fühlt, was man gerade erlebt, mit wem man zusammen ist, wie es einem geht oder was, ja. Diese Zeigefreudigkeit ist eine andere, ja. Und es wird sicherlich irgendwo auch ziemlich viele Menschen geben, die aufgrund dieser Zeigefreudigkeit auf die Nase fallen, ganz einfach. Ja, ich meine, das ist der Auszubildende, der den Ausbildungsplatz nicht kriegt, weil er irgendwo sein Bild mit dem Suffkopf da irgendwo bei Facebook hat und so weiter. Ja. Zwar kann man irgendwo dann aus Schaden wird man klug irgendwo was basteln, aber dazu müsste man alle Menschen irgendwo dazu bringen, jetzt sich auf Gedanken zu machen. Das kann man aber nicht. Wenn einer bei Facebook irgendwo sein Partybild reinstellt und man ist mit drauf, dann hat man dank dieser ganzen neuen Technologien manchmal auch einfach keine Chance. Das ist, denke ich, auch der Ansatz der Post-Privacy, die gesagt hat, wir sind nicht prinzipiell gegen Privatsphäre oder Datenschutz, sondern wir sagen, es ist einfach in dieser kompletten Form wie früher nicht mehr möglich, weil ich kann nichts dagegen tun, wenn jetzt hier einer sein Smartphone dabei hat und das Ganze filmt und ins Netz stellt. Selbst wenn ich hier sagen würde, ich möchte nicht, dass das ins Netz gestellt wird, wenn einer sagt, mir doch Banane und stellt es trotzdem ins Netz. Ich habe nur bestimmte Möglichkeiten. Ich kann dann vielleicht gesetzlich vorgehen oder was, ja. Aber trotzdem, in der Zwischenzeit hat sich schon 100.000 Mal verbreitet. Ja. Und ich denke, dass eigentlich, da spielt ja auch diese Diskussion um das digitale Vergessen mit rein. Ich finde es ehrlich gesagt Quatsch, weil was soll das digitale Vergessen bringen? Ja, irgendeiner ist immer dann dabei, so wie früher in der Schule irgendwo auch in der 10. Klasse noch darüber geklatscht wird, was du in der 5. Klasse gemacht hast. Ja, das digitale Vergessen funktioniert so nicht. Mein Ansatz ist eigentlich mehr, dass man zwar sich auch um Datenschutz bemüht, allein auf Selbstschutz, aber auch vielleicht aus dem Gedanken herum, dass man die verschiedensten Ansichten der verschiedensten Menschen auch einfach akzeptiert. Nicht jeder möchte einfach irgendwo, dass da steht, hallo, der war heute auch mit mir zusammen in einem Kino und hat, was weiß ich, den und den Porno geguckt. Ja, vielleicht möchte ich das nicht. Da kann er über sich schreiben, ich möchte vielleicht nicht, dass ich da daneben stehe. Ich war auch dabei, toll. So. Und ich denke aber genauso wichtig ist nicht dieses digitale Vergessen. Das ist für mich eine technische Lösung für ein soziales Problem. Ja, für mich wäre eher so dieses menschliche Verzeihen viel wichtiger. Ja, dass ein Arbeitgeber sich sagt, meine Güte, der bewirbt sich jetzt bei mir, okay, und der war mit, vor 2 Jahren war er auf der Fete hier und sturzbesoffen und hat sich nur noch übergeben und hat, was weiß ich, irgendwo mit 5 Frauen gleichzeitig was gehabt. Na und, ist doch egal, ist er deshalb ein schlechter Sachbearbeiter? Weiß ich nicht. Ich gucke ihn mir jetzt an, ich gucke, was der sonst drauf hat und stelle den ein. Und genauso wie einer, wenn dann der vor dem Schalter steht und denkt, Mann, das ist doch der aus diesem Internetporno. Na und, wenn es ein guter Sachbearbeiter ist, ist es ein guter Sachbearbeiter. Ist mir doch egal, womit der vorhin sein Geld gemacht hat oder was für Jugendsünden er hat. Und ich denke, das ist genauso wichtig. Gilt das auch für Politiker, Albert? Ich glaube, da hätte man keine Chance heutzutage mehr. Aber insofern kann ich ein bisschen schon bei der Debatte nachvollziehen, als Politiker überlegt man sich natürlich schon, was man tut, getan hat. Und ich finde. Aber gehen wir auch über die Politiker hinaus. Also müssen wir uns. Nein, ich wollte gerade den Bogen, ich wollte jetzt nicht Mitleid heischen. Das hat eh keiner. Ich wollte nur sagen, aber man verändert sein Verhalten, das ist das Spannende dran. Und nicht anders ist es sozusagen bei der Frage, wenn alles andere transparent wird durch die neuen Kommunikationstechnologien, verändert man auch sein Verhalten. Das kann positiv sein, wenn man weniger unvorsichtig ist, kann aber auch bedeuten, dass man einfach soziale Verhaltensmuster ändert. Und insofern ist das natürlich kritisch zu sehen und das zeigt auch, dass Überwachung, Datenspeicherungswut, soziales Verhalten der Menschen ändert und daher auch problematisch ist, was wir ja, ohne das eh immer sagen, aber das sind natürlich Entwicklungen, die unerfreulich sind. Ja. Insofern, ich bin natürlich ein klarer Anhänger, dass ich sage, wir müssen die Privatsphäre schützen und den Menschen das Werkzeug geben, sich zu schützen. Und um jetzt auf das Beispiel wieder zu kommen mit dem Baden, solange sich jemand freiwillig dafür entscheidet, dass er nackt badet, ist nichts dagegen zu sagen oder ein Bikini anhat. Aber das Problem ist ja, ist es eine freiwillige Entscheidung oder wird er ausgezogen, weil seine Daten gesammelt, gespeichert und verwertet werden. Ne?
Das ist, ja gut, da ist aber noch ein Unterschied zwischen dem, was jetzt irgendwie zum Beispiel durch Geheimdienste entsteht oder was durch deine Freunde entsteht, weißt du? Ich meine, weißt du, ob deine, du hast sicherlich keine als Politiker, okay, aber ich meine, deine Freunde, die sich irgendwie vergessen oder sonst was, okay, aber ich meine, du weißt doch nicht, was die machen, weißt du? Und der Witz ist, du kannst es einfach auch bis zu einem gewissen Sinn der Ansatz der Privacy nicht mehr kontrollieren. Ich meine, hier klickt dauernd irgendein Blitzlicht, ja, jeder hat hier wahrscheinlich mehr oder minder irgendwo ein Handy dabei. Weiß ich, was die mittlerweile ins Netz streamen, was sie aufnehmen, ja, was sie wem schicken und so weiter. Ich weiß es doch nicht. Ja, und bei mir hat sich dann einfach irgendwo so eine, Entschuldigung, Scheißegal-Haltung eingefunden, weil ich mir sage, ich wehre mich zwar irgendwo gegen diesen ganzen staatlichen Kram, ich bin auch dafür, dass es Sanktionen gibt. Ja, aber, ja, aber jetzt muss ich dir schon noch eine Zwischenfrage stellen, weil du hast ja vorhin ganz interessanterweise und auch zu Recht, wie ich fand, das Beispiel mit, man konnte sagen, ich bin Jude und dann später war es verboten. Dasselbe kann ja auch, es ist ja auch bewiesen, man kann ja die sexuelle Orientierung zum Beispiel nur aufgrund der Vernetzung eines Menschen rausfinden, ohne dass die Person es selber je gesagt hätte. Kann man rausfinden, der ist schwul, der ist bi oder lesbisch oder hetero. Aber kann das nicht auch sozusagen dann in diesen Überwachungsszenarien dann wieder zu einer neuen Art von Verfolgung führen? Mal warten, was in Russland jetzt passiert mit diesen verschärften Paragraphen. Ja, aber da sind wir doch dann wieder irgendwo bei dem Punkt, was ich eben gesagt habe. Das Problem ist doch dabei nicht, dass irgendwo dann diese Daten da sind. Das Problem ist doch nicht, dass ich weiß, oh, der ist schwul und das ist ein Pornodarsteller. Das Problem ist, wie die Leute darauf reagieren. Ich meine, ich kann manchmal dann nicht mehr kontrollieren, dass vor 10 Jahren irgendjemand leichtsinnig irgendwo irgendjemanden anvertraut hat, ich bin schwul, und der es irgendjemanden Nächsten anvertraut hat und dass das vielleicht in der Krankenakte dran stand als Risikogruppe oder sonst was. Ja. Im Endeffekt muss man daran arbeiten, dass die Leute nicht mehr, sorry, so bekloppt sind, gegen irgendwelche Randgruppen, gegen irgendwelche Andersartigen oder sonst was anzugehen. Ja? Dann ist es nämlich schlichtweg, wenn man das irgendwie hinkriegt, und ich weiß, das ist eigentlich die Mammutaufgabe dahinter, ja? Diese Toleranz zu fördern, ja? Und zu sagen, nur weil jetzt ein Typ irgendwo mit langem Bart und Turban überspitzt gesagt, ja, irgendwelche Leute in die Luft sprengt, ja, heißt das nicht, dass der nächste Typ mit Spitzbart und Turban irgendwo der Böse ist. Das ist Blödsinn. Hallo, wir hatten auch weibliche Massenmörder mit roten Haaren. Na und trotzdem bin ich hier. Na? Ich meine, was soll das? Ja? Und wenn man das irgendwo immer weiter verbreitet und hoffentlich irgendwann so weit kommt, dass man einen guten Ansatz dafür hat und die Leute das aufnehmen, dann ist es nämlich wurscht egal, ob dann wieder irgendein Schwachmat ankommt und sagt, die Juden sind die Bösen oder die Homosexuellen sind die Bösen. Da kriegt er nämlich im Endeffekt von den anderen nur noch, ja, ja, ist gut und geh mal in deine Ecke und schlaf deinen Rausch aus. Ja? Bitte. Ja, ich glaube, die Frage war Post-Privacy, ja. Also ich bin ein starker Verfechter von Meinung, dass es im Internet auch öffentliche Räume gibt, wie es auch private Räume gibt. Also Räume, wo ich weiß, okay, das hat jetzt Stammtischniveau, das heißt, wenn jemand am Nebentisch sitzt, dann kann er das auch mithören. Und auch das Bühnenniveau, wo ich da quasi einfach in die Welt hinaus posaune, was ich gerade für eine Meinung vertrete. Und genauso gut gibt es auch die geschützten Räume, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass außer meinem Gesprächspartner oder den Gesprächspartnern hier sonst niemand anderer da ist. Und ich glaube, was glaub ich, vor 5 Jahren noch ein viel größeres Problem war, war ein bisschen auch die Medienkompetenz der Leute, die einfach mit den neuen Kommunikationswerkzeugen, ich weiß nicht, wann Facebook bei uns eingefallen ist, das war glaube ich 2008 herum, 2009 herum, die Medienkompetenz einfach noch nicht so weit war. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch schon gebessert über die letzten Jahre. Da hat es halt ein paar Fälle gegeben, die relativ plakativ waren, wo jemand auf seiner Facebook-Timeline dann über seinen Arbeitgeber schimpft und vergessen hat, dass ein Arbeitgeber auch in seinem Freundeskreis ist. Ich glaube, dieses Niveau oder quasi diesen Teil der Debatte haben wir verlassen. Und ich glaube, das, was jetzt noch relativ präsent war, ist, wie die Unternehmen selbst mit diesen Daten umgehen. Weil ja zum Beispiel gab es eine Anekdote von Target, dieser amerikanischen Supermarktkette, die aufgrund von Data Mining herausgefunden haben, dass gewisse Produkte in Kombination gekauft relativ hohe Treffsicherheit haben, dass diese Person schwanger ist. Wo dann Target einer 16-jährigen Mädchen nach Hause geschickt hat, so congratulations on your pregnancy, und der Vater davon noch nicht gewusst hat, und ich glaube die Tochter zu dem Zeitpunkt auch nicht, ja. Wo dann das Unternehmen auch gesagt hat, okay, das ist jetzt blöd gelaufen, das kann zu Diskussionen führen,
Jetzt haben Sie das Verhalten abgeändert, indem Sie jetzt einfach in die neutralen Werbeprospekte einfach mehr Seiten mit Babyartikeln reinfügen. Ja? Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wie Unternehmen mit diesen Daten umgehen. Und eine völlig neue Perspektive, die dazugekommen ist, ist jetzt auch durch diese Daten, die Edward Snowden da angekarrt hat und jetzt quasi, glaube ich, Guardian und befreundeten Medien für die nächsten Jahre genug Material geliefert hat zum Publizieren, einfach auch die Erkenntnis, dass jegliche Kommunikation, die man über das Internet macht, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch mit den amerikanischen Geheimdiensten und befreundeten Vorfeldorganisationen auch geteilt wird. Also wo da quasi man plötzlich feststellen muss, dass diese geschützten Räume, die man vorgeglaubt hat zu haben, so nicht mehr existieren oder zumindest sehr stark in Frage gestellt sind. Und das ist, glaube ich, jetzt momentan der spannendste Teil der ganzen Debatte, der auch auf politischer, auf internationaler Ebene thematisiert werden muss. Wie viel Unternehmen mit Daten der eigenen Bürger oder mit Kommunikation der eigenen Bürger, vielleicht auch nicht auf dem eigenen Land, aber im internationalen Kontext, weil das Internet ist ja weltweit, was mit diesen Daten geschehen darf und was nicht geschehen darf. Ich glaube, da gab es ja auch schon eigene leise Rufe nach einer globalen Datenschutzverordnung. Wobei das, glaube ich, noch... Das ist schon die europäische steinigere Idee. Ja. Gut, ich mache jetzt mal auf. Also wenn ihr Fragen habt, ich komme mit dem Mikrofon zu euch und bitte erst fragen, wenn das Mikrofon da ist, dann seid ihr auch in der Aufzeichnung. Ich muss mal ein bisschen provokant fragen, kann es eigentlich noch eine Politik gegen die Geheimdienste geben? Ich meine, eine Politik gegen? Oder? Gegen die Geheimdienste. Ich meine, die sammeln Daten, also die haben Parlamente abgehört. Ich nehme an, dass Politiker nicht von den allgemeinen Überwachungsmaßnahmen ausgenommen sind, wie auch nicht Ärzte oder Psychologen oder Ähnliches. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwo ziemlich dicke Akten über jeden einzelnen Politiker. Und ich fürchte halt, wenn dann ein Politiker unangenehm wird für die Geheimdienste, dann wird die Akte herausgeholt, geschaut, was kann man da daraus konstruieren, wie wir vorhin gesagt haben bei der Polizei. Und dann tauchen halt unangenehme Fakten auf. Kann es überhaupt noch eine Politik geben oder wie kann man die Geheimdienste wieder unter Kontrolle kriegen sozusagen? Ist die Frage an jemanden konkret gerichtet? Allgemein. Bitte, wer immer antworten möchte. Ja, geht auch. Wer hat noch Fragen? Also was ist die einzige Frage, also beantwortet sie schon mal. Und ihr überlegt euch Fragen. Gute Frage. Also das ist eigentlich ein bisschen auch die Frage, wer ist mächtiger? Hat die Politik die Geheimdienste noch unter Kontrolle oder haben die Geheimdienste die Politik unter Kontrolle? Tue ich mir schwer. Also international, ich traue es mir nicht zu bewerten. In Österreich würde ich einmal sagen, dass das, was die Inlandsgeheimdienste betrifft, dass da wahrscheinlich schon noch die regierenden Fachressort zuständigen Minister die Gestaltungsmöglichkeiten haben. Als Opposition hast du das nicht, das ist klar. Aber international, ich weiß es nicht. Also allein das lahme Reagieren der europäischen Politik zeigt, wer einen Ton angibt. Aber ich traue mich es nicht zu beantworten. Ich weiß es nicht, ob jetzt wirklich dann mit irgendwas gewachelt wird, was man irgendwo aufgezeichnet, gespeichert hat. Ich kann es nicht sagen. Na, ich glaube, was man sehr, sehr schön gesehen hat, ist, dass es zumindest in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Frankreich, Australien, glaube ich, auch noch zum Teil doch relativ weit ausgebaute Überwachungsprogramme gegeben hat, wo man auch sagen muss, dass jedes dieser Überwachungsprogramme auch finanziert werden muss. Das heißt, das Geld, um die Bürger zu überwachen, muss irgendwo herkommen. Und da ist es, glaube ich, ganz praktisch drauf zu schauen, einfach wie diese Budgets zustande kommen und wer die Personen waren, die diese Entscheidungen getragen haben. Ich bin selber kein Experte, aber die Zahlen und allein, was da an Infrastruktur und Technik aufgebaut worden ist, das geht ja in die Milliarden und das muss jemand politisch absegnen und ich glaube nicht, dass es komplett ohne dem Wissen und dem Willen der obersten Entscheidungsträger passiert. Nicht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Trade Commission Verhandlungen abgehört werden, kann man ja auch eine Win-Win-Situation unter Anführungszeichen herstellen, wo die Politik dann von solchen Agreements auch wieder was hat oder Nutzen nießen kann unter der Hand. Jetzt stelle ich eine Zwischenfrage, weil ich meine, es ist ja nach dem 11. September ja ein riesiges Apparat aufgebaut worden.
mit unglaublich vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, nämlich Abertausenden, mit unglaublichen technischen Equipment in vielen Bundesstaaten. Ich glaube, mittlerweile arbeiten Zehntausende Menschen darin. Ist es dann überhaupt, ist es dann auch vielleicht das Problem, so ähnlich wie bei den österreichischen Sozialversicherungen, dass man, wenn man einmal so einen Riesenapparat hat, dass das dann auch gar nicht mehr auflösbar ist, weil du im Grunde genommen mehrere hunderttausend Menschen gleich einmal arbeitslos machst als Staat? Ja, ich glaube, es ist ein langer und steiniger Weg, vor allem, weil wenn das Auflösen eines Apparats nicht opportun ist, ist es auch relativ schwierig, ihn wegzubekommen. Nämlich, wenn man zum Beispiel hernimmt den Zweiten Weltkrieg, da war ja ganz klar, okay, wir müssen die Rüstungsindustrie hochfahren für die meisten Nationen, und das war auch mit den Friedensverhandlungen oder quasi mit dem Ende des Weltkriegs vorbei. Ja? Das heißt, dieser Krieg ist beendet worden. Man geht jetzt ein bisschen plakativ auf die Vereinigten Staaten hinprügeln, aber die haben jetzt schon Kriege gegen den Terror, Kriege gegen den gegen die Drogen, Kriege eigentlich gegen viele Dinge, die relativ imaginäre, abstrakte Gegner sind, wo man immer sagen kann, okay, da müssen wir was machen, da müssen wir mehr Geld reinstopfen, damit was gemacht wird. Und auch natürlich hat der Apparat ein Interesse daran, sich selbst Budgets zuzuschanzen, damit die Leute auch morgen noch einen Job haben. Und was sich, glaube ich, erst in den letzten Jahren herausgearbeitet hat, ist, dass es zusätzlich zum militärisch-industriellen Komplex jetzt auch schon langsam einen digitalen Informationskomplex gibt, wo wirklich Unternehmen, die quasi Daten irgendwo abzapfen können, sich die Hand geben mit Leuten, die Schadsoftware schreiben, um zum Beispiel irgendwelche Nuklear- oder Urananreicherungsanlagen auszuschalten. Das heißt, da entwickelt sich langsam ein eigener Schattenwirtschaftszweig, der auch eigene Interessen verfolgt und der bis jetzt nicht wirklich an der Öffentlichkeit war. Und natürlich fernab der Transparenz. Mich hätte interessiert an dich, hast du eine Entschädigung oder eine Entschuldigung erhalten und hast auch du dein Kommunikationsverhalten nach diesem Vorfall geändert? Und die zweite Frage geht in diese Richtung. Woher bekomme ich den Beweis, dass es nur 6 Monate sind, wo meine Daten gespeichert werden und nicht länger? Wirklich Entschädigungen habe ich keine bekommen, habe allerdings auch nicht versucht, welche zu bekommen, weil mir, glaube ich, rundherum abgeraten worden ist davon, weil es ein relativ steiniger Weg ist und ich glaube, die Entschädigungen in Österreich relativ überschaubar sind. Da kannst du vielleicht, was steht einem Bürger zu, wenn man quasi vom Staat falsch oder fälschlicherweise verfolgt wird? Da müsste man schauen, ob der Schaden entstanden ist. Ja, das ist natürlich relativ schwierig, in dem Fall eruierbar. Warum hast du gesagt 3.000 Euro? Ja, aber die 3.000 Euro waren ja quasi Privatvergnügen, das hätte ich ja nicht machen müssen. Es ist was anderes, wenn zum Beispiel, was weiß ich, meine Tür... Verdienstentgang wäre was anderes, aber das ist natürlich... Ja, schwer bezifferbar. Wenn zum Beispiel eine Tür eingetreten wird oder sonst irgendwelche Sachen beschädigt werden, dann werden die natürlich ersetzt, aber alles, was jetzt quasi das Verfahren selbst betrifft oder Arbeitszeit, die gebunden wird, oder nehmen wir an, jetzt ich hätte einen Job in einem sicherheitsrelevanten Bereich, verliere den dadurch, oder Kunden bekommen, werden verängstigt, weil ich jetzt schon mittlerweile 3 Jahre selbstständig bin. Das ist dann etwas, was schwer zu beziffern ist, wo es vielleicht eine rechtliche Basis gibt, aber das durch zu exerzieren schmerzhaft ist. Also ich glaube, VGD ist, glaube ich, eher ein gutes Beispiel, wie sowas ausschaut. Haben die schon irgendwas zurückbekommen? Ja, ganz wenig, die Anwaltskosten. Das war minimal. Mhm. Ja. Also da ist wenig zu holen, das muss man realistisch sagen. Mhm. Also keine amerikanischen Zustände. Und du hast deren Anwalt damals, glaube ich, mal kurz in die Richtung auch befragt, oder? Also ich habe damals mit meinem Anwalt gesprochen, der hat gleich gemeint, so, ach, lassen Sie das sein, zahlt sich nicht aus, und war jetzt in dem Bereich. Ich muss sagen, mir ist es auch weniger schwer gefallen, dadurch, dass ich selbstständig war. Wäre ich zu dem Zeitpunkt angestellt gewesen, wäre das natürlich ein ganz anderer Betrag. Kann ich nicht steuerlich geltend machen. Habe auch kalkuliert auch mit anderen Dimensionen, nämlich 3.000 Euro ist doch auch ein bisschen Geld. Also das hat nicht jemand... Ja, aber da muss man auch wieder mal von einem forensischen Psychologen feststellen lassen, wie groß die Schädigung ist. Und ich habe mir eigentlich persönlich als Ziel gesetzt, dass ich den Fall so publik machen möchte wie möglich und quasi das sonst relativ schnell hinter mir lasse und einfach sage, okay, ich habe meine Pflicht als Staatsbürger getan, das Unrecht, das mir vom Staat widerfahren ist, zu dokumentieren, zu kommunizieren, und damit war es für mich quasi erledigt, das Ganze. Habe ich damals eigentlich
nicht wirklich viel geändert. Er ist eher aktiver und politisierter geworden. Weil vorher habe ich mir gedacht, okay, der Staat Österreich wird schon vernünftig arbeiten, die Exekutive macht ihren Job, kenne nicht sonderlich viel Einblicke, habe gewusst, dass es IT-mäßig immer ein bisschen gehapert hat, aber wie ich dann gesehen habe, wie sehr es gehapert hat an der Stelle, bin ich schon leicht unglücklich geworden. Und ich glaube, die einzige Entschuldigung habe ich so eigentlich nie wirklich bekommen. Ich habe mich nur nachher dann noch mit einem der Beamten unterhalten, die da involviert waren, der sich um den IT-Bereich gekümmert hat. Und der dürfte dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen sein, hat noch versucht, hat versucht, das Ganze noch abzuwenden, hat aber die Hausdurchsuchung als Ganzes nicht stoppen können. Einfach weil da das Radl schon gelaufen ist und wenn mal sowas angeordnet ist, dann muss das ja stattfinden. Besonders wenn man noch die Kobra angefordert hat. Die muss ja anreisen. Ja, da war schon wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft involviert und die. Ja, die Gerichtsbarkeit, oder? Logischerweise. Da bin ich jetzt straff. Ziemlich sicher, ja. Natürlich. Und Kommunikationsverhalten, muss ich sagen, habe ich da eigentlich nicht so viel geändert gehabt, weil ich ja auch im Zuge meines bisherigen Kommunikationsverhaltens nichts gemacht habe, was ich mir vorwerfen können. Ja, nämlich ich habe diese Aussagen ja nicht getätigt in diesen Kanälen und das Einzige, was ich mir vorwerfen kann, ist, dass ich ein Foto online gehabt habe, das als Initialindiz gereicht hat. Wo ich jetzt sagen muss, das, was das Kommunikationsverhalten stärker beeinflusst hat, war die Geschichten rund um die amerikanischen Geheimdienste, wo ich sukzessive versuche, meine Kommunikation von Diensten wegzubekommen, die in den Vereinigten Staaten stehen. Einfach weil dort überhaupt keine Sicherheit für einen Nutzer beherrscht, überhaupt nur zu erfahren, ob jetzt Daten von einem Service, das ich benutze, abgeschöpft werden, weil die dort ein Rechtsmittel haben, was dem betroffenen Unternehmen verbietet, auch nur darüber zu reden, dass sie dieses Rechtsmittel erhalten haben, diese National Security Letters. Und wie machst du das, dass du das kommunizierst? Eigene Dienste betreiben, vermehrt auf österreichische oder zumindest deutschsprachige Dienste aufzuweichen, aber Bruce Schneier hat es relativ schön gesagt, so alle seine Ratschläge, die er teilen kann, sind in den Wind gesprochen, weil es für den normalen sterblichen Bürger, der jetzt nicht technisch immer sehr stark versiert ist, nichts gibt, was er ändern kann, weil es einfach die Werkzeuge, die Kommunikationsplattformen noch nicht gibt, die es bräuchte, um das dezentral und unabhängig von großen zentralisierten Playern zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass da auch entwicklungstechnisch jetzt wieder ein Schub in diese Richtung losgetreten wird, um die Bequemlichkeit auch wieder sicherer zu machen. Zur Frage 6 Monate, also entweder man stellt eine Anfrage an die Telekom-Anbieter, welche Daten gespeichert sind. Da ist nicht hundertprozentig sicher, ob man es bei Auskunft kriegt, ob sie diese Daten herausrücken. Und die andere ist an sich hat die Datenschutzbehörde eine Kontrollfunktion, wie die Daten gespeichert werden etc. Allerdings, das ist wenig beruhigend, weil unseres Wissens nach die Datenschutzbehörde noch kein einziges Mal kontrolliert hat, weil ihr die personellen und technischen Ressourcen fehlen. Das haben sie allerdings schon öffentlich kommuniziert. Ja, da stehen sie dazu, ja. Das muss man da sagen. Sie wehren sich natürlich, weil es nicht die Verantwortung. Ja, ihnen kann man nur bedingt einen Vorwurf machen. Ne? Es passiert, eingesetzt nach einem anderen wird beschlossen und man sagt, die Datenschutzbehörde macht das schon, irgendwann geht es nicht mehr. Ja? Und insofern ist das wenig beruhigend. Ich weiß nicht, man kann hoffen, dass die Telekom-Anbieter an sich per se nicht übermäßiges Interesse haben, das Gesetz zu brechen. Aber das ist wenig beruhigend, ja, an sich. Da möchte ich vielleicht kurz einhaken. Es gibt schon seitens Telekom-Anbietern starke Interessen, Daten über das Nutzungsverhalten der eigenen Kunden quasi doch zu analysieren zu können, um quasi historische Entwicklungen zu beachten können. Aber da werden die Daten meistens quasi noch in einer Form umgewandelt, wo die Zuordnbarkeit nicht mehr so stark gegeben ist und es dann auch dem Gesetz Genüge getragen wird. Und ein relativ spannendes Produkt, von dem ich unlängst erfahren habe, ist, dass der große staatliche Mobilfunk in Österreich auch ein Produkt anbietet, wo man die Bewegungsprofile aller Nutzer anonymisiert, mit 15 Minuten Verzögerung über den Tag verteilt bekommt, um zum Beispiel beobachten zu können, wo sich welche Bevölkerungsströme wie stark bewegen. Und das Anonymisierungsverfahren funktioniert so, dass jedem Nutzer jeden Tag eine neue Zufallskennung gegeben wird.
wo man jetzt auch sagen kann, so die Anonymisierung ist relativ überschaubar, nämlich wenn man weiß, okay, der wohnt da, steigt dann immer jeden Tag in die BIM ein, vielleicht zur selben Uhrzeit, ist dann mit der Anonymisierung auch nicht mehr so weit hin. Und das könnte ich zum Beispiel jetzt erfahren, wenn ich also meinen Telekom-Anbieter frage, dann könnte der das oder müsste der das über mich? Das ist die Frage, ob sie es bei Auskünften würden, und sonst kann man halt den weiteren Rechtsweg bestreiten, ja. Ich weiß noch nicht, ob sie die Auskunft bekommen haben. Ich weiß, dass Leute versucht haben, die Daten zu bekommen. In Deutschland gibt es den Malte Spitz, ein deutscher Köhner, der hat sämtliche Daten bekommen und der hat dann nachher ein tolles Projekt gemacht, indem er seine Vorratsdaten visualisiert hat. Der war mal bei mir in Wien. Das muss man sich so vorstellen, dass er dann quasi die Deutschlandkarte da projiziert hat an die Wand und wie eine Linie entlang zu sehen war, wie er durch Deutschland fährt. Und wahrscheinlich, wenn man Berlin vergrößert, in Berlin unterwegs ist, da hat er die Daten bekommen. Ich weiß nicht, ob die österreichischen Telekom-Anbieter die Daten jetzt, weiß nicht, Sebastian, weißt du das? Ob die herausgegeben haben, aber an sich, das wäre ein Weg. Da muss man halt unangenehm sein, dranbleiben und auch innerhalb der rechtlichen Mittel Druck machen. Nämlich die Bequemlichkeit ist natürlich der größte Feind von dem Ganzen, wenn man sagt, okay, ich versuche mich einfach nicht zu bewegen und schauen, ob die Leute weggehen, und in den meisten Fällen klappt das dann auch und dann gibt es wieder keine Debatte. Sie auch die zweite Anfrage, die der Albert Steinhauser in meinem Fall ersetzen hat müssen, dass wir überhaupt mal Antworten bekommen, weil die hätten das, wenn es aussitzen gegangen wäre, wäre aussitzen super gewesen. Genau. Ich denke, wichtig ist vor allen Dingen, dass man nicht auf diesen wenn nur ein Leben Trichter kommt. Also ich finde diese Argumentation, die ja vielfach von der Politik verwandt wird, wenn wir dadurch nur ein Leben retten können, wenn nur ein kleines Baby überlebt und wenn nur eine Mutti irgendwo im Irak nicht sterben muss, und so finde ich unglaublich verlogen. Ja, zum einen, weil es banal ausgedrückt, gerade die da groß rumtröten, ja, und sagen, wir müssen jetzt hier, was weiß ich, noch ganz viele Kameras haben, damit bloß nicht irgendein Ömchen irgendwo stirbt, ja, das ist Blödsinn, das Ömchen stirbt eh, außer vielleicht habe ich dafür ein tolles YouTube-Video, schön, ja, aber ich meine, es interessiert gerade diese Politiker, die diese Argumentation immer wieder aufgreifen, die interessiert eigentlich diese Argumentation nicht, wenn sie nicht in den eigenen Kram passt. Also wir hatten diese Diskussion zwar jetzt nicht in Österreich, so lange bin ich noch nicht hier, aber in Deutschland beim Thema Kinderpornografie, da kamen sie dann immer wieder, wenn nur ein Kind gerettet wird, wenn wir das, die Vorratsdatenspeicherung haben und die Netzsperren und denkt an die Kinder, denkt an die Kinder. Ja? Umgekehrt hat man ihr etliche Male um die Ohren gehauen, ja, aber wenn nur ein Kind dadurch gerettet wird, dass es endlich mal wieder mehr Geld für die Beratungsangebote und Hilfsangebote vor Ort gibt, ja, wo die Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden oder sexuell misshandelt werden, hingehen können und sagen können, ich brauche Hilfe, ja, wie ist es denn damit, wenn nur ein Kind, ja, wir haben Millionen, die irgendwo in das Safer-Internet-Programm gehen, ja, mit noch einem Warnklick und noch eine Sperre und noch ein, wir müssen die Bilderchen ausblenden und so weiter. Und umgekehrt haben wir auf dem Land immer oder auch in größeren Städten immer weniger Möglichkeiten, dass die Kinder direkt vor Ort Hilfe kriegen oder auch die Eltern. Die Eltern flehen die Jugendämter an, die Jugendämter sagen, wir haben kein Geld mehr, die Sozialämter sagen, wir haben kein Geld mehr, die Beratungsangebote machen dicht, ja. Was nützt mir da irgendwo die Million dafür, dass irgendwie ein 10 Jahre altes Bild von irgendeinem Posing-Foto aus Russland nicht mehr zu sehen ist, ja, was ja trotzdem existiert, ja. Also diese Argumentation, wenn nur ein Kind, wenn nur ein Leben gerettet wird, ist einfach insofern wirklich mehr als verlogen. Weil sie wird, wenn man sie gegen diese Apologeten der Überwachung richtet, ja, dann merkt man, dass das nicht funktioniert, auch bei denen nicht. Wenn man ihnen sagt, ja, aber wieso gibt es dann jetzt nicht eigentlich noch mehr Begrenzungen, was zum Beispiel irgendwo die Geschwindigkeit für Autos angeht. Ja? Warum gibt es nicht noch mehr Vorschriften für mehr Sicherheit? Ja? Warum müssen die Kinderwagen nicht noch sicherer gemacht werden? Warum müssen Babys nicht von klein auf schon die kleinen Helme tragen oder so? Ja, wenn nur ein Kind gerettet werden kann, da ist, aber wir können doch nicht plötzlich alles den Eltern, und die Eltern müssen doch auch frei entscheiden können, aber wir können doch nicht alles überwachen. Ach nee. Ja, also das funktioniert nicht. Ja,
Und ich meine, der Witz ist einfach auch, wenn ich wirklich diese Argumentation konkret anwende und sage, wenn wir durch diese ganze Überwachung, durch diese ganze Auswertung und so weiter und so fort, ja, wirklich nur ein Kind retten können, ja, dann muss das gemacht werden. Dann sind wir im Endeffekt wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dann haben wir den Knast für alle. Ja, dann haben wir irgendwo die kleinen Chips, ja, mit jeder sehen kann, wo jeder ist. Oh, der hat aber jetzt eine erhöhte Temperatur, wo er in der Nähe von dem Baby ist, vielleicht macht ihn das gerade mal spitz, also ganz schnell weg mit ihm. Das haut nicht hin. Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Geht nicht. Also eine gewisse Verhältnismäßigkeit muss man einfach haben und da ist wieder das Restrisiko. Es geht nicht anders. Ein Leben ohne Risiko ist im Endeffekt tot. Vielleicht ja, ich möchte jetzt eine kleine Abschlussrunde auch machen. Deswegen jetzt habt ihr ja ein Abschlussstatement, alle drei. Ich hätte natürlich noch gerne eine Frage jetzt eingewoben. Die ist mir ganz wichtig. Mhm. Vielleicht könnt ihr wirklich in kurzen Worten einfach das braucht. Was wäre jetzt eine politische Handlungsanleitung? Was muss die Politik machen? Da kommst du zum Schluss dran, Albert. Okay. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Okay. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist all die Gesetze und Forderungen, die passiert sind, die jetzt schon angefangen haben, die Grundrechte einzuschränken, dass man die nochmal betrachtet, auch schaut, was ist in den letzten Jahren damit passiert. Und auch nochmal darüber diskutiert, ob diese notwendig sind und wie die überhaupt auch verträglich sind mit unseren Grundrechten, mit unseren Erwartungen als Gesellschaft an die Politik. Weil viele der Instrumente sind ja auch völlig nicht nur an der Politik vorbeigeschleust worden, wie zum Beispiel beim Sicherheitspolizeigesetz, sondern auch komplett an der Zivilgesellschaft, wo nicht ein einzelner Bürgervertreter gefragt worden ist, abseits der Politik, was die davon halten, ob das jetzt Sinn macht oder ob das Verhältnismäßigkeit ist oder ob das einfach nicht verstanden wird. Nämlich, ich glaube, mit vielen der Maßnahmen sind ja auch die Ermittlungsbeamte, zumindest in Österreich, selber auch überfordert, weil sie nichts damit anfangen können. Und das quasi nur aufgrund von Lobbyarbeit oder Sachen, die aus der EU-Ebene runterpurzeln oder wenn irgendwo in der Ministerklüngelrunde war und gesagt haben, so, ah, und wir haben das eingeführt und ihr habt das noch nicht. Einfach da Interessen waren, die Berechtigungen auszuweiten. Also quasi einfach nochmal überblicken, was ist passiert, ist das noch notwendig oder kann man die Sachen auch abschwächen oder komplett wieder entsorgen. Jessica? Denke ich auch gnadenlos. Alles, was irgendwo seit 11.09. irgendwie in Sachen Sicherheit in irgendeiner Weise durchgezerrt wurde oder evaluieren, einfach gucken, was hat es gebracht, ja, wofür wird es überhaupt benutzt. Hilft es was gegen Terror oder was? Und wirklich vor allen Dingen auch an die Öffentlichkeit zerren. Immer an die Öffentlichkeit zerren, diskutieren und dann gucken, brauchen wir es eigentlich noch oder können wir es bitte schön irgendwie auf den Schrottplatz der Geschichte entsorgen. Ja, und im Endeffekt bei jeden neuen Regelung auch größtmögliche Transparenz, Einbindung der Zivilgesellschaft. Nicht irgendwie, wir haben das überlegt und wir sind die Experten hier und wir haben noch 10 Leute, die ihr bestimmt aus Funk und Fernsehen kennt, sondern ran irgendwo, Zivilgesellschaft, Bevölkerung, hallo, das sind die Betroffenen. Ja? Die sollten irgendwo den Mund aufmachen können, dafür müssen sie informiert werden. Das heißt, also wirklich auch eine größere Transparenz bei solchen Ideen, Entwicklung und so weiter, genug Portale, mehr Medien, auch Medienkompetenz und auch vor allen Dingen bei den Medien wieder irgendwo ihrer Aufgabe gerecht werden und nicht die 95. Big Brother-Version irgendwo senden, ja, und ähnliches oder Katzenberge oder was weiß ich was, sondern irgendwie auch drauf dringen, hallo, wir wollen Informationen, was macht ihr gerade in der Richtung, ja, warum, wer hat das mitinitiiert, welches Budget habt ihr dafür angesehen und so weiter. Transparenz in jeglicher Richtung. Albert? Ja, mir ist insgesamt wichtig, dass wir, wenn wir heute aufstehen, nicht mit dem Gefühl weggehen, man kann eh nichts mehr machen. Das ist manchmal so ein bisschen eine Geschichte, die ausbricht, wenn man über das Ausmaß, über die Zahlen von Überwachung hört. Das sollte weder die Botschaft sein, noch sollte man so nach Hause gehen, sondern im Gegenteil, vor 150 Jahren sind die Grundrechte auch nicht vom Himmel gefallen. Ne? Das Briefgeheimnis hat man sich erkämpft und ich finde das Hausrecht, dass nicht jeder Polizist in ein Haus latschen kann, ist alles erkämpft worden, damals halt alles auf den Barrikaden. Und genauso müssen wir die Grundrechte heute in der digitalen Welt erkämpfen. So ist es. Ja. Die werden uns nicht geschenkt, die werden nicht freiwillig aufgegeben. Staaten und staatliche Behörden wollen Macht und wollen die Macht ausüben. Und die Aufgabe von kritischen Bürgerinnen
kritischen NGOs und kritischen Parteien ist, diese Macht zurückzudrängen und Freiräume zu schaffen, und das Ganze nennt man dann Grundrechte, diese Freiräume. So, das muss man machen, und ich finde ja jetzt die letzten Jahre rückblickend, das kleine, ich habe es ja schon gesagt, zarte Pflänzchen eines neuen Grundrechtsbewusstseins ist durchaus im Wachsen. Ja. Ich sage nochmal, 11.139 Klägerinnen, der ganze Diskurs, ich beobachte auch die Gegner, wie sie argumentieren, die argumentieren anders, teilweise weichen sie, so wie es das du eh schon sagst, vom Terror schon auf die Kinder aus, weil die Kinderherzen erwärmen halt eher, dann wenn gar nichts mehr geht. Ja. Also man merkt schon, sie schrauben an die Argumenten, sie werden verschämter, auch bei der Vorratsdatenspeicherung muss man sich erinnern, das war im April 2011, glaube ich, ist eingeführt worden, wenn ich mir das nicht verrechnet habe, oh nein, 2012, vor einem Jahr. So, 1. April, war schön Thema medial, ruft mich irgendein Fernsehsender an und sagt, ja, Vorratsdatenspeicherung ist eingeführt, wir würden gerne eine Diskussion machen. Ich gebe zu, als Politiker freut man sich, denkt man sich, super, Einladung für eine Fernsehdiskussion. Dann kam der nächste Satz, es tut mir aber leid, Herr Abgeordneter, wir wollen nicht Sie einladen, ich dachte, schade, wir suchen verzweifelt jemanden, der ein Befürworter ist. Können Sie uns irgendjemand sagen, weil Sie diskutieren ja im Parlament, können Sie uns einen Politiker oder einen Beamten empfehlen, den wir anrufen könnten? Muss ich vorstellen, die haben niemanden gefunden. Die haben niemanden gefunden. Es wollte keiner vor der Kamera die Vorratsdatenspeicherung verteidigen. Kein Politiker von der SPÖ, keiner von der ÖVP, kein Beamter, kein Minister. So, ich finde, das sind erste Erfolge. So, und dann gilt das, was immer gilt, auch beim Datenschutz. Selbstkritik ist immer gut, aber auch beim Datenschutz. Als Grüner weiß ich, am Anfang ist man für den Umweltschutz auch belacht worden, also nicht ich, aber meine Vorgenerationen, wenn sie erzählen, ja, verprügelt worden, verlacht worden. Es gibt immer einen Zyklus, der heißt, am Anfang wird man lächerlich gemacht, dann, wenn sie sehen, sie können es nicht stoppen, wird man bekämpft. Und wenn das Bekämpfen nicht funktioniert, dann sind wir eh immer schon alle dafür. So, da sind wir ungefähr beim Umweltschutz, sind eh schon alle immer dafür. Wir müssen immer in die Phase 4, dass man das dann auch alles durchsetzt und am Boden kriegt. Vielleicht ist man beim Umweltschutz auch schon in der Richtung. Und beim Datenschutz muss man das auch alles durchmachen. Mir fällt nur auf, dass es da etwas flotter geht, und ja, daran arbeiten wir alle. So, da war aber noch die eine Frage, genau, was man tun muss, aber da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Evaluierung. Dort, wo Verhältnismäßigkeit, Notwendigkeit nicht gegeben ist, gibt man den Bürgerinnen und Bürgern ihre Rechte zurück, und dort, wo Eingriffe möglicherweise gerechtfertigt sind, muss man den Rechtsschutz stärken. Ja? Das ist Gebot der Stunde. Bitte, jetzt hast du noch einen Abschlusssatz. So ungefähr. Ich denke mal, abgesehen vom Rechtlichen und von dem Ganzen, was die NGOs und so machen, kann man eigentlich oder möchte ich halt irgendwo auch alle, die hier sind, irgendwo darum bitten, ihrerseits auch die Leute irgendwo aufzuklären, mit denen zu reden, auch wenn sie euch manchmal doof angrinsen, als wenn ihr nicht alle beisammen habt, da trotzdem nicht aufzugeben. Und insofern lässt sich das Ganze vielleicht auch irgendwie diesen schlappen Begriff Zivilcourage so ein bisschen zu vermeiden, einfach den Mut zu haben. Ja? Auch wenn euch irgendwo zum Beispiel was Schlimmes dann passiert oder was, so wie Michael, ja, macht es publik. Ich meine, ihr müsst nicht unbedingt mit eurem wahren Namen da auftreten, aber es gibt genug Journalisten, die sich für sowas interessieren, die ihr anrufen könnt, die denen ihr, was weiß ich, eine E-Mail schicken könnt oder vom neuen Prepaid-Handy aus irgendwo eine SMS, hallo, ich hatte gerade Besuch von den und denen, und ich würde dir gerne was darüber erzählen, und ruf mich an oder was. Es gibt genug Journalisten, die sich damit befassen, und wenn ihr nicht selbst was ins Netz darüber stellen wollt, irgendwo, ja, damit auch diese Fälle bekannt werden, damit eben genau. Man dann auch die zum Beispiel diesen Moment hat und sagt, hier, die 10.000 kannst du danach lesen, ja, dann sucht euch Leute, es gibt genug, es gibt die NGOs, es gibt irgendwo die kritischen Politiker, und es gibt, wie gesagt, genug Journalisten, die irgendwo froh sind, wenn in ihrer Mailbox neben der 10.000 Viagra-Mail und Ähnlichem auch nochmal ist, hallo, mir ist gerade das passiert, und kannst du mir nicht anwaltlich helfen, aber willst du darüber berichten? Die sind froh. Ja? Also habt den Mut, dann auch den Mund aufzumachen, selbst wenn es irgendwie, was weiß ich, heißt, dass ihr dann sagen müsst, naja, ich war schon auf diesem Porno-Portal oder was. Habt den Mut einfach dazu zu stehen. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Furchtbares. Das wäre jetzt nicht verstanden. Warum muss man sich outen?
warum muss man sich outen, wenn man Pornoportal war? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gab zum Beispiel bei uns irgendwo mal so einen Punkt, dass da welche, die auf so einem Pornoportal waren, irgendwo dann in so Ermittlungen reingerast sind. Die haben natürlich sich zum Teil nicht getraut, darüber zu berichten, weil ja, ich war auf diesem schwulen Pornoportal. Ich oute mich jetzt, ich habe ein Profil auf Geromeo. Vielen, vielen lieben Dank. Unsere Gespräche zu den netzpolitischen Themen gehen weiter am 30. Oktober, auch wieder im Depot, wo wir uns übrigens sehr wohlfühlen. Und vielen Dank für die Gastfreundschaft, wenn das jemand vom Depot gerade hört. Geht es weiter mit dem Thema Netzneutralität am 30. Oktober wieder hier.